So, mein Lieber, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Feuer. Heute zu Gast Hip-Hops Finest First Lady deutscher Rap. Mel Beats, yo. 32 Jahre alt, sexy as fuck, talentiert, schlau, lustig. Ich bin auf der Jagd nach ihr seit ungefähr 8 Jahren, aber sie lässt mich nicht ran. Schön, dass du da bist. Ey. Wow. So schön, dass du da bist. Wie immer, ne? Deine Introductions, die sind... Wie fandst du die Scratches? Gut. Kannst du das eigentlich? Nein. Nein? Will ich das? Nein. Mehr. Ja, ich hab's gehört. Ja, wahrscheinlich. Das, ja, aber ja. Das war schon dieser... Ja. Der Moment war Nimmt schon okay. Nimmt man die Scratches oder Cuts? Oder sind das, ist das beides das Gleiche? Ich glaube, das Scratchen ist allgemein und das sind die Cuts, wenn du ein Wort cuttest. Ja. Aber allgemein... So wie bei Breakdance, das Breakdance und dann gibt es Crazy Legs. Ich weiß es nicht. Okay, krass. Du hast den Satz angefangen, man dachte so, krass, die weiß, wovon die redet. Mhm. Und am Ende, mittendrin, hast du selber gemerkt, ich habe ja gar keine Ahnung. Ja, naja, ein bisschen. Ja. Wir können ja mal hier, schreibt in den Comments. Wie geht's Gleich dir denn Call überhaupt? To Action. Wie geht's dir denn überhaupt? Sehr gut, jetzt siehst, wo ich hier bin. Du siehst fantastisch aus. Das muss man mal ehrlich sagen. Ist ein Charmeur. Ja, du siehst wirklich gut aus. Wir kennen uns jetzt seit... Sag. Ich würde sagen 2016. Echt? 16? Mhm. Also als ich den Mortis, Shoutouts, Grüße gehen raus auf jeden Fall, Morty, bester Mann, als ich den kennengelernt habe, war ich ja relativ schnell mal bei dem zu Hause zu Besuch und da habe ich ja dann die Platten an der Wand gesehen. Was nämlich nicht sein Zuhause war. Genau, es war dein Zuhause. Du bist ja schon so ein kleiner Herbergsvater auch, ne? Ich bin Hip-Hop-Obdachlosenheim. Ja? Ja. Alle waren bei mir. Aber bist du, wenn du bist ja auch voll oft in L.A. und pipapo, vermietst du deine Wohnung dann auch unter? Nee. Nee? Mm-mm. Okay, also lässt du nur Freunde rein? Ja, ich habe 4 Zimmer und 1 ist ein Anziehzimmer und das war irgendwie immer so. Also das erste war, ich glaube, Kitty Cat. Dann, die meinte, ja, sie will wieder nach Berlin, weil sie in Österreich war und sucht nach einer Wohnung. Ich so, ja, und da war ich gerade bei ihr auf dem Videodreh, genau. Und dann war ein bisschen angeschallert. Ich so, ja, kannst du bei mir erstmal, solange du nichts gefunden hast. Ja. Und dann ist dieses Anziehzimmer irgendwie. Und das ist ganz verrückt. Der eine geht und nach genau jedes Mal 2 Monaten treffe ich jemand anderen, ja, der sagt, ja, ich gehe aus meiner WG gerade, muss aus meiner WG. Oder Morty, ich muss aus meinem Atelier raus. Ich so, es ist gerade jemand raus, kommt zu mir. Ich glaube auch, weil ich Einzelkind bin, ich bin gerne zusammen mit Leuten. Und ich bin auch Einzelkind und ich finde nichts schlimmer, als mit Leuten zusammen zu wohnen. Also, bist du Einzelkind? Mhm. Also okay. Aber du auch? Ja, ich auch. Aber man sagt eigentlich, Einzelkinder sind nicht so. Ich bin ganz besonders. Du bist wirklich ganz besonders. Aber ja, ich bin auch super generös. Also ich habe früher schon, habe den Kindern immer so Schokolade mitgebracht und so viel, dass es so weit ging, dass meine Mutter mir sagen musste, so Melanie, du darfst nicht mal so viel mitbringen, die sind nur deshalb mit dir befreundet. Okay. Weil ich immer, du bist so generös. So generös. Crazy. Also wir gehen ja später noch ein Bier trinken. Mhm. Geht der Deckel dann auf dich? Ey, ich habe hier noch nicht mal das Taxi bezahlt bekommen, ja. Dankeschön. Ich hatte so Angst heute vor Wortfindungsstörung. Ja. Aber okay, Mann, mit dir, ich scheiße, da muss ich on point sein. Nee, da machst du super. Also wir stoßen erstmal an, dass du ein bisschen locker bist, das erste Bier heute. Ja, genau. Budweiser. Ein kühler Schluck. Mhm. Hast du gehört? Ich hoffe, es war auch drauf. Es war perfekt, das perfekte blub, blub, blub. Stimmt, das könnte man richtig gut als Soundbite nehmen. Der Tonmann sagt. Der Tonmann nickt. Nickt aber hallo wieder. Der Tonmann hat auch extra heute eine Hip-Hop-Cappy aufgezogen, weil du kamst. Der sieht sonst nicht so aus. Nee, der ist sonst im Anzug. Und L.A. auch noch. Nee, der ist Anzug, Hemd normalerweise. Ach so, ne? Aber weil du kamst, ist der mit Baggy-Sachen und Mütze, dass der ein bisschen so rüberkommt. Der hat auch sein 8XL-Shirt rausgeholt. Ich glaube, das ist auch das zweite Mal heute, dass der nervös ist. Erstmal war bei Savage und jetzt bei dir. Eine logische Schlussfolgerung. Ja, der ist ein harter Hip-Hop-Head auf jeden Fall. Ein harter West-Berlin-Head. Also, kann man den nicht zeigen? Nö, da will auch keiner sehen. Nee, wann, du bist ja immer, also weißt du, was ich bei dir immer frage? Oh Gott. Ich sehe so deinen Insta und ich höre, ab und zu versuche ich ja mal zu connecten und dann, ich bin hier, ich bin da. Also du hast ja wirklich, also Jet Set des Grauens, was Findest du da machst. Du? Volle Kanne, es kommt echt, voll so rüber, voll.
Also ich meine, das ist, ich Barcelona, ich bin in Barcelona, ich bin in L.A. und dann sieht man dich immer in so krassen Studios und da sind mal ein paar Palmen und hier ist eine krasse Stadt. Kommt einem das nur so vor? Bist du so einer von diesen Fakern, die eigentlich 350 Tage im Jahr da sind? Genau. Und einen Tag überall, einfach Venice-Dings ja, abklappern. Genau. Und nee, das Ding ist, ich mache mal, ich bin ja gar kein Poster. Ich glaube, der letzte Post war auch wieder, ist auch schon wieder 2 Monate her. Ja. Also bei mir ist so die Regelmäßigkeit so alle 3, 4, 5 Monate. Aber du machst gut Stories. Aber Stories mache ich schon. Ja. Aber ich bin wirklich, deshalb mache ich so wenig, weil ich nicht lüge. Ich, Privatbereich lüge ich nur White Lies. Ja. So von wegen, wenn du sagst, sieht gut heute aus, sage ich ja. Okay. Du scheiße aussiehst. So, da damit ich jemanden nicht verletze. Da bist du nicht ehrlich? Nein, kommt drauf an. Ob, wie sehe ich, nee. Wie sehe ich aus? Man hat nichts gemerkt. Nee, ne? Ja. Crazy, Alter. Ja, das ist gut. Nee, und auch Social Media mäßig so gar nicht. Ich könnte viel mehr machen, weil ich auch viel mehr erlebe. Ja. Aber ich lebe halt in the real life. Ja. Das ist wirklich, ich bin wahrscheinlich zu old school. Und ich finde es auch so anstrengend. Ich habe eine Freundin, Anja, durch die habe ich die letzten 10, den habt ihr zu verdanken, der habt ihr zu verdanken, dass der Feed ein bisschen nach was aussieht. Ja. So, los, komm, du stellst dich jetzt dahin, du machst jetzt das. Wer ist Anja, wie heißt die auf Instagram? Anja Konda, irgendeine Nummer dahinter. Anja Konda, okay, den Namen, ja, den Namen. Ja, aber einfach mal, ich mache ja Kamerazeichen und dann ihren Namen. Ja. Und die zwingt mich dazu. Und das ist auch, danach bin ich auch froh drüber, aber währenddessen immer so, ja, Mann, ich bin überhaupt nicht so. Aber ich, guckst du auf Likes und Kommentare? Schon, ne? Ja, am ersten 2 Tage will ich natürlich nicht, dass es scheiße aussieht, aber mein Engagement Rate ist ganz gut. Ja. Ich habe nur so 20.000 Follower. Ja. Und das ist immer so um die 1.000, 2 oder sogar 3.000 Likes geht schon. Das ist crazy. Mhm. Also über 10% ist hart. Aber wie hast du denn 8,9. Ich musste das, weil wegen so einem Brand-Deal musste ich 8,9% Engagement Rate. Mhm. Und das ist was Gutes. Ne? Ja, safe. Aber hast du denn, wenn du hast 20.000 Follower. Mhm. Und wenn man ehrlich ist, du warst ja mal jemand. So. Ich war. Ne, du warst mal jemand. Also deine Vergangenheit spricht für dich auf jeden Fall. Wie kann es denn sein, dass jemand mit so wenig Fame und mit so wenig Aktualität und Sachen in den Charts. Wie kann der denn durch die Welt fliegen? Wie machst du das? Wie finanzierst du das? Ich habe überall Freunde. Mhm. Und guck mal, wenn ich jeden aufnehme, kriege ich das so vom Universum zurück. Okay. Ich habe immer irgendwie. Ach, das Universum ist das? Das ist Universum. Ach so. Kannst du mir das einmal kurz erklären? Ja, ja. Hm. Ja? Wie geht das? Wie ist das mit dem Universum? Nee, wirklich, das kriege ich immer so karmamäßig zurück. Karma und Universum. Okay? Wir hatten, glaube ich, mal ein Gespräch. Erklär mir das nochmal kurz. Erklär mir das nochmal kurz. Nee. Es gibt viele Leute, die mich... Ja, nicht jetzt. Wolltest du jetzt eine Antwort haben? Ja. Ja. Oder so ADHS, wollen wir jetzt auf Karma? Ich würde gerne einmal kurz auf Karma und Universum. Ja, ich glaube an den Scheiß. Okay. Und wenn ich jetzt sagen würde, wenn du Leuten Gutes tust, ist es ja eigentlich nur logisch, dass Leute auch was Gutes tun. Da würdest du dann sagen, nee, ist nicht Logik, ist Universum. Na, das spielt ja zusammen. Die Logik ist ja Quantenphysik und so und bla. Ja. Ist nicht nur so esoterisch, sondern. Aber wie genau funktioniert das? Gibt es gute Energien, die dann ins Universum strahlen und die kommen dann zurück? Oder wie, erklär mir das? Ey, aber das wäre wirklich, würde ich sehr gerne machen, aber dann, nee. Mach doch einfach mal kurz. Also nee, das Ding ist, also ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich es selber verstehe. Ich bin ganz schlecht in Erklären. Ja. So unglaublich schlecht, das zu tun und auch so krass ungeduldig. Mhm. Und ich kann das einfach nicht. Ich bin ja froh, dass ich es selber verstehe. Okay. Und das reicht auch. Und du willst jetzt einfach nur gemein sein, aber ist okay. Ist okay. Also zurück zum Thema. Ja. Achso, wie ich es schaffe. Ich kriege das einfach zurück. Das spiegelt sich. Mhm. So. Aber das ist ja auch, ist das nur just for fun oder ist das mit Reisen? Ist das einfach nur just for fun Reisen oder sind das auch so, ist das auch Arbeit? Weil ich sehe, du bist auch arbeitstechnisch unterwegs. Ja, klar. Also auch wenn nichts offiziell ist, sitze ich irgendwo am Küchentisch mit Kopfhörern und mache Mucke. Ja. So. Okay, also wie kann man sich, das war natürlich jetzt eben extra böse formuliert, mit du warst mal wer und so ist ja offensichtlich. Ja, deshalb, wir kennen uns seit 8 Jahren ultra schlecht von mir natürlich. Das ist jetzt sein Riss. Der versucht halt, guck mal, jetzt hat er es so versucht. Du übernimmst Modewörter. Modewörter? Ja, nee, so ich würde eher sagen, das ist so
Zeitgeist. Und das habe ich jetzt gerade mit Absicht gemacht. Ja. Hä? Als wenn ich jetzt Riz im... Nee, Samuel, nein. Nein. Warum lasse ich mich denn darauf ein? Ich Idiot. Wenn ich hier Kamera stehen, ey, normalerweise draußen hätte ich ihn schon getötet. Ja. Habe ich heute schon, der Tonmann hat, ne? Das ist ja auch geil. Der Unterschied zwischen dem, was man auf Insta sieht, dieses Hochglanzmäßige und dann, dass man eigentlich weiß, also wenn man dich kennt, du bist genauso classy. Du bist genauso classy, benimmst dich null daneben, trinkst nicht so viel, bist eine sehr, sehr leise Person auf jeden Fall. Ja. Sehr subtil. Ja, ganz subtil. Das ist schon unangenehm subtil. Das, ne? Ist so schön. Ja, ist so. Mann, sag doch mal was. Ja, so. Aber was ich noch, also jetzt mal ernsthaft. Du sagst so Hochglanz, ja? Wie bitte? Hochglanz sieht es. Ich finde deine Posts sind wirklich. Echt? Ja, doch. Aber auch, weil meine so ein unterirdisches Level haben. Also ich bekomme Nachrichten so, Bro, hol dir mal ein iPhone. Was sind das für Emojis? Und ich merke das gar nicht. Wie, aber warum Emojis jetzt? Ich dachte Post, wir reden Post. Ja, aber so, das sind generelle Kommentare, die ich so zu meinem, ich habe halt ein, weiß ich nicht, ist das Android? Android. Ach so, ist das wirklich, gibt es keine erfolgreichen? Es ist iPhone, Android, das ist der Krieg. Das ist wie East Coast, West Coast. Aber wer gewinnt da? Ganz klar iPhone. Meinst du, sonst hätte ich ein iPhone, wenn ich denken würde, ja, Android? Stimmt, du bist ein Sieger. Hast du auch ein iPhone? Nee? Okay. Gut, okay. In die Comments. Ja, aber okay, was denkst du, wie ist die Gewichtung? Prozentual. Android, iPhone. Oh, ich weiß nicht, aber eigentlich gibt es ja mehr PCs auf der Welt, oder? Ich weiß nicht, wie sich heutzutage, was das ist, aber früher war immer so, es gibt eigentlich mehr PCs, deshalb war ja Mac nicht so virenanfällig. I don't know. Aber es war jetzt, warum PCs? Die Frage war doch gerade über Handys. Also welche? Naja, aber Android vergleiche ich mit PC und Mac ist Mac. Ach so, okay. Ja. Das heißt, du bist komplett Apple-Opfer? Ja, schon immer, als es auch richtig teuer war. Ja. Ich weiß noch, wir waren im Macintosh-Laden oder was weiß ich, was es da war. Und nee, gar nicht. Ich lüge, in irgendeinem Computerladen. Und dann, weil ich noch Grafik machen wollte, also wirklich, wir reden way back. Mhm. Und dann, weil auch schon cool damals war, wie so Macintosh und so, bla, Apple, hat der Verkäufer, also ist eine Insel, hat er gesagt, weil es so teuer ist, weil es dafür noch gar nicht so Zubehör, also alles. Waren das also noch diese richtigen voluminösen Dinger? Auch diese iMacs, ja. Ich habe noch iBook und so, habe ich zu Hause noch. Das gab's auch mal? Ich habe das iPad, das ist die erste und zweite Generation, die so daumendick, also ja. Dreifach daumendick ist. So mit ja. Ja. Ist schon immer Mac. Meinst du iPad oder wie heißen nochmal diese, sind das iPods? iPods, iPod, habe ich iPad gesagt? iPad hast du gesagt, ja. Ach, scheiße, nee, iPod natürlich. Boah, ich habe mir damals 2006 habe ich Zivi gemacht und Fußball gespielt, also für so einen 20-Jährigen für meine Verhältnisse viel Geld gehabt. Und da habe ich mir, glaube ich, für 300-400 Euro ein iPod geholt. Auch mit dieser Drehscheibe. So. Ja, ja. Und dann habe ich mir, weißt du, wie schlecht, ich habe mir so einen Lederanhänger geholt. Oh Gott. Und hab den bist ja auch so ein und hab den da reingemacht. Und hab den da reingemacht. Gürtel? Nee, das ist so Hausmeister-Style. Aber ich meine. Das ist aber auch nicht geil. Aber ich war so stolz auf das Ding. Ich wollte, dass jeder das sieht. Ist das süß oder ist das peinlich? Ja, jetzt wenn du so fragst, warte, finde ich es ein bisschen süß, weil du so süß fragst. Aber ja, eigentlich wollte ich gerade peinlich ist sein. Peinlich, ist, ne? Peinlich. Ja, ein durchsichtiges, dass man das sehen kann. Ein Pager hatte ich. Ja. Und zwar, die waren ja alle immer so eckig. Und ich hatte Pager, Oma. Yeah, ja, that old. Die waren ja meistens eckig, aber ich hatte den, nicht den Skull oder so, der war rund und den hatte ich an der Kette. Ja. Das war cool. Warum war das cool? Weil das kein iPod-fettes Ding ist. Es ist wie ein Typ, der viel zu fetten Anhänger für eine Kette hat. Aber wie funktioniert ein Pager? Ich bin nicht so alt wie du. Ich bin nicht so alt wie du. Das ist richtig verrückt. Du hast den Pager. Jemand kann dich von der Telefonzelle oder vom Festnetz. Du kennst doch Telefonzellen. Ja, ich kenne noch Wählscheibe, Telefonzellen. Oh, und bei jeder neuen stirbst du. Guck mal, er sagt so. Weil das so lange dauert. Okay, warte. Ja. Du rufst eine Nummer an, die dann die Nummer, von der du anrufst, auf meinen Pager
packt. Also ja. Das war die erste Generation. Also bei mir macht es piep, piep, piep und ich sehe eine Nummer und ich muss zurückrufen. Und ja. Der Anruf zu meinem Pager hat 5 Mark gekostet. Richtig teuer. 5 Mark? Und danach gab's um dir Bescheid zu geben, dass der dich dass anrufen ich, will. Nee, dass ich zurückrufen soll. Dann stand die Nummer da, die ich zurückrufen soll. Ich glaube, so krass. Ist auch echt schon lange her. Und dann die nächste Generation war, dass du schon irgendwie ruf mich zurück oder irgendwie, ich glaube, du konntest 1-2 Sätze schreiben. Ja. Und den Sidekick Mark. Hatte ich auch. 5 Mark. Boah, ist das crazy. Dicker, ja. Also wo wir schon mal beim Thema sind, ich bin ja auch Kind der 90er und als die Handys kamen, dann konntest du nur 20 SMS speichern. Das heißt, deine SMS war wie ein Best-of. Stimmt. Und du musstest dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Du hast so deine, du hast gute Freunde. Du hast zum Beispiel deinen besten Freund, schreibt irgendwas Nices, aber dann lernst du ein Mädel kennen und die schreibt auch was Nices. Dann ist so, was tue ich da jetzt raus? Ja. Was, du hast 20. Aber reden wir mal über T9 bitte. Ja, wie T9 geht's dir? Dick, dick, dick. Oh mein dick, Gott. Dick, 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 stimmt. Und Snake. Ja, Snake war stark. Aber das war echt spannend. Das war richtig spannend. Ja, das war richtig spannend. Das ist auch ein gutes Spiel. Aber würdest du sagen, das normale Snake oder wo du auch durch die Wände dann gehen konntest? Durch die Wände? Ja, du konntest, irgendwann gab's nicht mal so Snake 2, dass man auch. Also, oh, das habe ich nicht auf dem Schirm. Kann ich leider nicht sagen. Ja, es gab, glaube ich, auch mal ein Snake, wo man dann durch die Wände kann und dann da wieder rauskommt und so. Aber ach so. Aber für so Zugfahrten war das immer super. Aber ich weiß noch, und dann in Telefonzellen hingen ja auch einfach dann die Telefonbücher. Und da bist du mit Pfennigen da rein. Also das ist ja, was ist das bitte? Wenn die so hingen, dann musst du so nach oben und dann waren es ganz viele ganz dünne Seiten. Überleg dir das mal. Das ist warte so krank. Mal, ey, fuck und, off. Also T9 war es wird voll der Boomer-Podcast, ja, Mann. Ich wollte eigentlich meinem Ruf jetzt. Wir haben doch auch älteres Publikum. Und wenn, dann lernen die auch mal was über unsere schöne Vergangenheit, als wir noch ohne Fahrradhelm, unangeschnallt in Raucherautos saßen. Ganz genau, ganz ohne genau. Das war noch Zeit. Und wir sind alle gesund geworden. Können wir darauf einmal anstoßen? Ja, sehr gern. Prost. Ich habe ja selber auch eine Tochter, die ist mittlerweile 4,5. Echt, wir haben zwar lange, ja. Also immer mal so stückchenweise sehen wir uns ja. Aber die ist mittlerweile einfach 4,5. Wow. Redet, denkt, lügt, singt. Ah, was lügt die denn? Das interessiert mich. Ach, die ist so, also ein Klassiker ist so, also die war so 1,5 oder 2 und da ist man noch so ehrlich. Da checkt man nicht, dass man was falsch geht. Dann ist sie so, dann komme ich so in die Küche und die sagt so, ich habe die ganze Schokolade aufgegessen und ist voll stolz. Alles braun. Ah. Und jetzt, sagt die so, ich geh mal kurz raus, was machst du? Ist ein Geheimnis. Ich so, okay, das aber ist dein ja nicht ganz so lügen. Süß. Ist so ein Private Space. Da mache ich die Tür zu und ich höre es so rascheln und so. Und die vernichtet keine Beweise. Ja, die so kommt wie dann, der Vater, ganz kommt, der Vater. Genau, die kommt dann rein mit so Krümel hier, Krümel da. Und so, was hast du gemacht? Und wenn die lügen, dann macht die mal so. Nee, hat die wirklich so ein Signature? Ja, nein. So süß. Ah, den so darfst du ihr niemals sagen. Nee. Weil dann, das ja, ist genau. Wichtig. Vor allem, das zieht sich auch. Das Ding ist ja, kennst du, jeder hat ja schon mal seine Eltern angelogen, ne? Außer du. Also jeder außer Melbitz hat ja schon mal seine Eltern angelogen. Und das Ding ist, man weiß, man ist so, sagen wir im Alter von 10 bis 18 und denkst so, Digga, meine Eltern merken ja gar nichts. Du vergisst aber, dass die dich schon gesehen haben, als du Lügen gelernt hast. Und diese Facial Features, die verändern sich nicht. Ja, so, voll. Das heißt, wie oft du denkst, du bist richtig slick, Alter. Du denkst, du bist so clever. Und du sagst so, ja, ich war gestern bei Marie. Aber die sind auch manchmal nett, ne? Die exposen sich nicht sofort. Die lassen. Aber die genießen auch die Show, glaube ich. Ich glaube, genau so ist das auch. Dann steht die Mama so vor dir und ist so, bei Marie warst du? Okay, glaube ich dir. Ja, wenn es nicht so schlimm ist, dann lass mal. Vollkommen in Ordnung. Dann geht das Kind in sein Zimmer, denkt sich so, Alter, die glaubt alles. Jackpot. Und die Mama ist so ein Papa, die mir geht, so süß, wie sie gelogen hat. Ja, oh Mann, ey. Man vergisst das immer, dass die Eltern, einen besser kennen als man selber einfach. Mann. Die haben einfach das Schlimmste von einem. Alle ja, die. Das Schlimmste. Deswegen, und jetzt denke ich mir auch so, das zum Thema nochmal, wie, also es gibt ja so Helikoptereltern, ne, ganz schlimm. Und ich bin so zwiegespalten, weil ich mir denke so, eigentlich, guck mal, auf uns hat keiner aufgepasst. Wir sind auf Zäune geklettert, hingefallen, auf die Fresse, bluten. Indianer kennen keinen Schmerz, rauchen, nicht anschnallen, so. Und wir sind vollkommen, sag ich jetzt mal, in Ordnung, Erwachsene geworden, gesund, klar im Kopf. Das heißt, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Aber es war eine andere Zeit, ne? Und
Aber die war ja noch eigentlich schlechter. Also schlechter für das, dass es so wenig Kontrolle gab. Ja. Weißt du, was ich letztens gesehen habe? Das finde ich richtig. Ich glaube, das passt gut zum Thema. Ja. Es gibt für Babys so einen Plüschrucksack. Also die gerade laufen lernen. Und wenn sie hinfallen, dass sie dann ganz weich fallen. Das ist so dumm. Wie dumm ist es? Dann, ey, das daraus lernst du. Und auch dieses auf die Herdplatte fassen, du musst es. Ja. Und das ist meine Metapher auch fürs Leben. Ja. Ich kann dir nicht erklären, also ich kann dir versuchen zu helfen und vielleicht bist du so schlau und oder hast so viel Respekt vor meiner Weisheit, dass du vielleicht dich dran hältst, aber eigentlich musst du selber immer einmal auf die Herdplatte fassen, um selber zu merken, das ist scheiße. Ja, du musst es selber erfahren. Und wenn du, stell mal vor, da ist immer auf dem Herd bei dir zu Hause immer geschützt und dann weißt du gar nicht, dass es heiß ist. Das und es gibt ja auch diese Wohnungen, wo so alles die Ecken, wo so Kanten, Kanten, also sag mal, lass dich doch mal, also hau dir woher mal Kopf. Kommen die ganzen Narben auf der Stirn? Ja. Von der Heizung. Genau, Heizung, immer. Tischkanten, aua, das ist richtig so. Gut. Und du kannst doch nicht, du packst dein Kind in Watte und dann irgendwann zieht es ja mal aus und kommt gar nicht klar. Aber ich glaube auch, die Welt wird ja eher auch sehr, ist ja auch wattiert. Deshalb passt es vielleicht heutzutage. Ja, aber trotzdem passieren immer noch schlimme Sachen. Ja, ja, klar. So, also und wenn du nicht aufs Maul gefallen bist, wenn du nicht das mal durch hast oder die Scheiße gefressen hast, wie willst du denn dann überleben? Weil es gibt ja keinen Club von wattierten Menschen, wo dann wirklich alles gut ist, sondern irgendwann tust du dir ja mal weh oder denkst so, und dann bist du so halbwegs erwachsen und denkst du so, das kenn ich, mal. Was ist denn hier los? Warte mal. Warum ist denn hier kein Polster? Warum habe ich denn keinen Rucksack an? Warum tut denn das weh? Ja, ist das scheiße, ey. Doof. Ja. Das ist doof, ja. Nee, also ich fand es schon, also ich bin jetzt auch kein Fan von diesem, damals war alles besser nee, und so. Nee, gar nicht, überhaupt gar nicht. Ich bin so gar nicht, ne? Ja. Ich liebe alles Neue. Ja. Sei es auch Architektur, Autos, ich mag keine Oldtimer, auch keine Secondhand-Sachen. Ich bin, ey, Futurism, ich liebe es. Ja? Ich will, ey, Technik, ich bin, ey, what a time to be alive. Ich beschäftige mich null mit der Zukunft. Ich mache mir 0% Gedanken über die Zukunft. Auf einmal bist du da. Nee, gar nicht so. Nein. Es geht nur um Technik und den Fortschritt. Ja. So, also ich lieber Tesla als irgendwas anderes, da als einen alten Mercedes aus den 90ern. Ja. Oder ChatGPT und AI, bla. Boah, ja? Ich liebe es. Aber deshalb habe ich überhaupt gar keinen. Aber, mit Hinterfragen auch? Was ist für Konsequenzen? Ja, natürlich. Ich bin ja, das gehört ja dazu, zu meinem Dasein, dass ich ja, aber du, zum Beispiel, ich hatte letztes Mal Jumper hier, auch Grüße gehen raus, geiler Produzent. Und der meint zum Beispiel, ja, jetzt kommt der AI. Und ich so, ich bin, sagen wir mal ehrlich, ich lebe so im Jahr 2012. Was? Ja. Ich schon 2030 wahrscheinlich. Also ich nutz nichts. Ich habe, also wenn irgendwas neu ist, ich habe keine Ahnung. Echt? Nee. Ich weiß nicht mal, bei welchem iPhone wir gerade sind. Wenn du jetzt sagst 11 oder 19, würde ich beides glauben. 15. 15? Aha. Okay. iOS 18 auch. Was ist das? Ach so, stimmt, du bist ja Android, vergiss es. Oh Gott, aber habe ich es jetzt richtig gesagt? iOS hast du gesagt. Ja, nein, das, aber ob die 18, ob das Neueste ist, ich glaube schon. Was frage ich hier, die Androider hier? Nee, falls du Fragen hast, ich bin gerne bereit, die zu beantworten. Ich habe ChatGPT. Wie lange ist jetzt her? 1,5 Jahre? Was ist das? Ha, ha, ha. Was ist das? Warte ganz kurz. ChatGPT. Warte doch mal. Ich habe es auf jeden Fall schon gehört. ChatGPT. Nee, das ist jetzt, das brauchst du gar nicht mehr. Das ist jetzt ja vorbei. Das gibt's nicht mehr. Der Moment ist vorbei. Du kannst es jetzt gar nicht. Nein, das ist krass. Dass aber vielleicht fällt es mir ein. Nein, aber das ist. Okay, jetzt warte, weißt du, was jetzt kommt? Das ist die scheiß Bubble. Jeder hat ja seine eigene Bubble. Ja. Und ich denke, jeder müsste von meiner Timeline wissen. Nee. Ganz genau. Ja. Da sind wir wieder. Jetzt sind wir im neuen Thema. Also ChatGPT, ist das, wo man Fragen und der dir alles. Ach, man kann so die Art von Texten, man kann eine Art von Texten angeben und der schreibt dir das dann? Ja, alles. Das ist mit Apps verbunden und so. Und das ist einfach, der decodet dir Sachen einfach mit Prompts. Halt, Prompts ist das neue Ding, ne? Okay. Also die Art und Weise, wie man fragt. Also dein Befehl eingeben. Prompts. Ein Prompt. Und dann, das heißt, du nee, hast. Warte. Das heißt, du hast. Ja, ist doch geil, wenn du mir das. Also, du hast eine App. Ich bin doch so schlecht in Erklären, habe ich gesagt. Also, du hast eine App, die heißt Prompts. Nein. Warte mal, der tut jetzt so. Warte mal, der tut so.
Nein, aber nein, das Ding ist, ich glaube wirklich, dass du hinterm Mond lebst. Ja, aber bewusst. Ja, ja, ich finde das okay. Keine, ich könnte mir das einfach... Ich weiß auch, dass du mich gerne... Du könntest mich auch verarschen, um mich auflaufen zu lassen. Ja, okay. Und der Gag ist dann... Haha, ich wusste es doch. Ja, so bist du... Ey, komm, das hast du schon öfter gemacht. Das ist doch nicht mein Humor, ey. Nein, voll nicht. Oh mein Gott, das ist voll sein Humor. Das ist nicht mein Humor. Spasti, ey. Ich bin kein Frauenfan, aber du bist wirklich... Da müssen wir gar nicht piepen. Spasti. Du bist behindert. Du Mongo. Sie Mongo, bitte. Nee, aber das heißt, du gibst Befehle ein und der verfasst dann für dich Texte oder was? Du kannst... Nee, das ist, wie gesagt, ich kann nicht erklären. Du kannst alles machen, wirklich. Ich kann dir sagen, was ich gemacht habe, was ich mache. Du kannst ganz einfach, fangen wir mal an, auf Rechtschreibung prüfen lassen. Ja. Oder so in so einem Dummdeutsch und du willst aber, was weiß ich, deiner... Okay, du willst so richtig krasse Vokabeln drin haben. Nee, und du willst deiner Wohngesellschaft was schreiben. Bitte formuliert dieses Problem in Dings und dann als wenn... Krass. Also bla bla und dann... ich kann dir das gar nicht... Es ist so viel... Aber ich verstehe es. Bitte in die Comments, ja. Weil ich kann nicht erklären. Es tut mir leid. Aber ich verstehe es, glaube ich. Das heißt, du... Wir machen nachher. Weiß nicht, ob später... Ob wir dann noch. Nee, später geht es um ganz andere Sachen, glaube ich. Da geht es um andere Sachen. Nee, da sind wir wieder in meiner Bubble. Einfach Arm heben, Bier bestellen, machst einen Strich auf den Deckel. So, okay, super wo easy. Wo gehen wir denn eigentlich? Irgendeine ganz fiese Kaschemme. Hier. Ganz viel Holz, ganz viel Rauch. Und es muss aber so so 20 Jahre lang Du kommst, Biersud, Holz. Genau, du kommst rein und es dürfen nicht mehr als 20 Zähne im ganzen Laden sein. Zähne, ja. Du sehr kommst schön rein, formuliert. du bist so. Das mache ich mit Morty immer gerne, mit Mortis. Ich liebe ihn auch so, ich bin so ein Kneipenfan. Rote Rose ist es, ne, Adalbert? Oder Weiß? Nee, Rote Rose. Da war ich noch nie. Als der kleine Mohr hieß. Die haben wir umbenannt jetzt, ne? Den kleinen Moritz. Der kleine Moritz. Ja, klar. Ist am Moritzplatz. Ja. Das ist so ekelhaft. Das ist aber Last, also ich weiß nicht. Der Mohr, der kleine Mohr. Ja, aber das Ding ist, ich kriege immer so verschiedene Informationen. Mohr kommt, also Mohrrübe, dann doch wirklich aus das so Erde oder sowas. Ja, ich genau. weiß. Und dann, ich bin völlig verwirrt. Also ich bin ja dafür, dass man... Also der Mohr ist dieser Schmodder, ist dieser Matsch, der Mohr... Ja, aber es wird ja bei einer Mohrrübe wird ja M-O-H-R geschrieben. Ja, aber ich Mohr hab auch. Ich weiß, aber... Und da habe ich auch wiederum erfahren, dass es irgendeine Gegend sein sollte, der Mohe, bla, oder es gibt so viele Informationen in die Comments. Also ey, Call to Action ist hier heute richtig am Start. Ja, heute hauen wir die Comment-Section mal richtig vor. Schreibt alles, was ihr dazu denkt, sofort immer in die Kommentare. Und nur gut über mich und schlecht über ihn. Genau, also wie immer eigentlich. Ja. Der Mohr, ich hoffe mal. Das ist jetzt 5 Jahre her mit Ja, aber egal, warte, könnt ihr mir einen Gefallen tun und diese Folge nicht canceln, also ihn nicht in meiner Folge canceln? Das war ein unglückliches Timing, ja, stimmt. Das war ein sehr doofes Timing. Ja, du warst die erste Interviewfolge nach meinem Shitstorm. Ja. Und das ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Und da haben die auch echt Mitleid mir gehabt. Mann, arme Mel, so ja, viel voll. Daumen drunter, aber ja, sie voll. Hat abgeliefert. Genau, er ist der Und Spaß. Nur dieser Wichser. Er ist der Spaß. Ich bin der Wichser. Ja. Also Moor ist Erde, schwarze Menschen sehen aus wie Erde, das ist ein Moor. Ach so, meinst du der zusammen? Nee, das bezweifle ich. Dass der Zusammenhang wegen Moor und Moor wegen Dunkel. Auf jeden Fall ist das, werden, ich glaube, 100% werden in Deutschland oder wurden. Aber dann würde es ja mit OO geschrieben werden, der Moor. Das Moor wird ja mit OO geschrieben. Ist das so? Das wusste ich nicht. Kannst du einmal ganz kurz Nee, das googeln? Brauchen wir nicht googeln. Nein, stopp, du googelst nicht. Das Moor, Entschuldigung, aus in Berlin. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Ins Moor. Jetzt googelt der selber, der Penner. Nee, ich guck nicht. Meine Mama hat geschrieben. Die hat jetzt gebucht für Berlin. Die kommt 3-4 Tage mich besuchen. Das muss man im Podcast. Also er hat keine Stunde Zeit, um das war jetzt ganz wichtig. Nee, ich wollte erstmal, ich weiß auch nicht warum. Hast du das nicht, dass du immer instinktiv nach Berlin Ja, greifst? Aber nicht, wenn ich im Podcast bin. Ja, aber wenn der Gast so langweilig ist, dann kann man auch mal Prost, liebe Mel. Ich liebe es, dass du da bist. Ja, da hat er sich aber ganz Budweiser. Der letzte Strohhalm. Tschechiens bestes Bier. Warte. Da vorhin war es schöner. Ja. Also es gibt auf jeden Fall massivste Abzweigungen hier in unserer Talkrunde. ADS-Talk. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir sind. Wir waren bei 90ern. Nee, bei Telefonbücher. Moritz zum genau, Kneipen. Ich bin ein Riesenkneipenfan. An wo wir hingehen, aber ich glaube, das Thema ist jetzt auch. Kennt ihr in Berlin eigentlich Frühshoppen?
Ich kenne das von ganz früher, das wirst du gar nicht, auf gar keinen Fall kennen. Das war so eine Sendung, ich glaube sonntags oder so, da haben die gesoffen im Fernsehen, haben sich über Fußball unterhalten. Da gab es mal eine Sendung, die so hieß? Die ist Frühschoppen, glaube ich. Boah, wie geil ist das denn? Und das Ding ist, dass ich das noch weiß, ja. Ich glaube das letzte Mal habe ich darüber nachgedacht, vor 30 Jahren oder ja. So. Frühschoppen, das bei uns in NRW ist genau das, ne? Sonntags, 10 Uhr. Ist sonntags gewesen, und ja, du hast als Kind, das war einfach normal. Wir gehen jetzt zum Frühschoppen, da gehst du dahin und dann und die Eltern saufen, es musst du dir mal reintun. Die sich schon rein, ne? Mutter, was hast du damals Mutter. Gemacht? Mutter! Aber war, den hast du ganz okay hinbekommen, aber ist ja, das hat sie wirklich gut gemacht. Also auf jeden Fall so, dass man keiner Fliege was zu Leide tut, dass man nie mit der Polizei in Kontakt kam, dass man... Willst du dann sagen, meine Mutter hat alles falsch gemacht? Die hat auf jeden Fall einige Fehler gemacht. Natürlich, auf jeden Fall. Wow! Doch, das war kein guter Mama? Job. Das war kein guter Job. Die wird's lieben, die wird's lieben. Zieht die sowas rein? Ja, natürlich. Ja? Dieser Stolz auf mich. Ey, du weißt nicht, dass. Oh Gott. Meinst du mir leid? Also, die hatte mal ein Car, was schon. Also ein Auto. Ja. Car, ich glaube, Opel Ford oder Car. So. Ford Car, ja. Genau. Der schon hässlich genug ist. Es tut mir leid, aber ja. Die Geschichte ist so gut. Ja. Und ich hatte Geburtstag und ich glaube, bestimmt über 10 Jahre ist es her. Und sie so, ich habe ein Geschenk für dich. Und ich musste mit runterkommen. Ich so, Und das hat die in dem schlimmsten Font der Welt auf die Motorhaube Mel Beats in ganz groß. Ich zeig dir nachher das Foto. Ich habe ja mein Handy professionellerweise nicht neben mir. Ey, es ist, ey, und in der Zeit hatte ich kein Auto. So ja, es ist so süß, oh aber es war mir so peinlich. Ey, ich habe geguckt, dass ich nicht an der Ampel direkt stehen bleibe. es war so schlimm, weil Car ist ja das hässlichste Auto der Welt für mich. Ja. Dann noch dieser, ich muss jetzt sagen, ich würde es gerne in die Kamera auch halten. Ja, da hol. Kannst du mich jetzt kurz? Oder lass den drücken. Ja, ich lass holen. Aber, und weißt du, was das Gute ist? Ich weiß genau, wo es ist, weil ich Goran, schönen Gruß an Goran aus Hamburg, den habe ich letztens erzählt und er ist so Grafikdesigner. Den wollte ich unbedingt auch dieses hässliche. Aber wie hast du reagiert? Ach so, ich weiß, weil ich ja nicht nur weiße Lügen. Ja. Ich so, ey. Warte mal ganz kurz, das hört sich an wie ein Sprichwort. Nur weiße Lügen. Das ist natürlich von dir. Ja. Aus deinem Mund. Ja, und dann habe ich natürlich, war super enttäuscht, weil ich dachte, unten, was kannst du denn geben außer Auto? Ja, geil, ja. Oder irgendwas Großes, was man nicht hoch. Es muss krass sein, ja. Ich weiß auch nicht, was ich gedacht habe, aber die Enttäuschung war leider groß, Mama. Jetzt erfährst du es nach 15 Jahren. Aber der Gedanke ist, Mann, ich schenke dir ein Auto und ich bin so stolz auf sie und da mache ich doch schön ihren Namen drauf. Nee, und warte, dann, aber stell mal vor, da sitzt Mel Beats mit ihrem Ruf glaube, in so einem Auto deiner, mit ihrem Namen da drauf. In deiner Fantasie ist es noch nicht so schlimm, wie es wirklich ist. Ja. Ich sitze drin und ich mache so. Ja. Das ist so schlimm. Zeig's bitte. Oh Gott, mir wird ganz heiß. Oh. Wie schlimm geht's? Du hast dich da wirklich reingesetzt. Mann, ich hatte kein Auto, da gab's auch keinen Carsharing und so. Mein Ex-Freund hat das kaputt gefahren und dann. Bist du damit mal gefahren? Ich bin sehr oft damit gefahren. Weißt du, in meinem Kopf war das Graffiti-Schrift. Und ja, nicht also, so, ja, aber nicht so, und nicht so was Hässliches. Ach so, so meinst du das? Ja, das ist meinst voll meine so Mutter, meinst du die? Ja, ich hatte jetzt so gesagt, ja, sie muss ja noch die hat dann jemanden gefragt, die ist Hip-Hop, irgendeine Hip-Hop. Bestimmt. Aber das ist ja einfach so gar keine Gedanken machen und das finde ich schön, das machen wir so da das drauf. Das machen wir so direkt so einmal quer drüber. Scheiße. Ey. Wie lange hat es gedauert, bis du das, also was hast du mit dem Auto, da bist du ein bisschen nicht gefahren? Doch, ich brauche doch ein Auto. Die mit deinem Namen drauf? Ja, ich sag doch. Man hat dich in Berlin rumfahren sehen mit diesem Auto mit deinem Namen. Ich habe doch gesagt, ich habe versucht, nicht an der Ampel direkt stehen zu bleiben. Ich habe wirklich entweder mich noch über Rot oder ich bin ganz langsam gefahren, damit ist das ich noch. Krass, Alter. Es ist war, das nicht, es ist war das nicht mehr Beats? Ja, oh steht Gott, doch auf der Motorhaube. Ist richtig heiß. Ach, die Süße, ey. Die ist ganz süß. Die ist so stolz auf mich. Also, und das sieht man. Also meine Mutter hat auch. When Stolz goes wrong, Alter. Ja, aber das ist wirklich, das ist nicht cool. Aber die Geste zählt. Meine Mutter hat auch. Ja, natürlich. Also ich war immer schon so, wie ich heute bin. Also meine Mutter hat mir so mit, keine Arme. Ahnung, ja, 12, 13, 14, immer wenn ihr mir das geschenkt hat, habe ich dir meine ehrliche Meinung gesagt. Und das habe ich meinem Vater immer. Und irgendwann war es dann aber so, dass die
also erstmal war die natürlich immer traurig, ne, weil ich habe es auch nicht so sugar-coated so, sondern die war immer traurig und aber irgendwann hat sie... Ach, sie war traurig? Sie war traurig, ich dachte, du warst traurig über die Geschenke. Ach so, okay, ja, sorry. Und habe sie dann aber auch so gesagt, dass sie dann auch traurig wurde. Also es gibt mal so eine, es gibt ein Ding, warte ganz kurz. Oder willst du kurz loswerden? Nein, du erstmal. Es gibt ein Ding, kurz vor Weihnachten, also bevor die Bescherung kam, haben wir beide geweint. Also ich... Aus Enttäuschung? Ja, beide aus Enttäuschung, weil ich so einen Druck aufgebaut habe für ein Geschenk. Sie wollte so tun, als ob ich das nicht bekomme, um mich dann zu überraschen. Ich war aber so penetrant, dass ich geweint habe, dass ich es nicht bekomme. Dann hat sie es mir gesagt, dass ich es bekomme. Und dann hat sie geweint, weil dann die Überraschung im Eimer war. Also wir haben beide geheult am 23.12. Das war so, ey, Alter, was... Wow. An der Stelle, Mama, es tut mir wirklich... Also nicht nur dafür, ich muss mich für so viel Sachen entschuldigen. Ja, ich nämlich auch. Boah, hör auf. Boah, wollen wir den Talk machen? Nein. Ja. Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Du hast eine Story im Kopf, wo es um Geschenke geht. Ach so, genau, nee, ich bin auch Typ Geschenke, weil ich ja so ehrlich bin. Ja. Ich sag dann, also es ist manchmal, also manchmal auch nicht, aber es ist schon mal passiert, dass manche so, ey, mal voll nett, ey, geil, aber damit kann ich nichts anfangen, ich werde es nicht benutzen. Ja, okay. Das ist aber straight. Ja, und vielleicht tauschen wir das um gegen was anderes. Aber das geht doch. Ja, aber das ist irgendwie auch doof. Aber so ich könnte es ja auch verschenken, aber das ist auch doof. Was macht man da? Aber soll ich dir was sagen? Es liegt doch in erster Linie, also ich würde mal wirklich von mir behaupten, und ich bin ja sehr selbstreflektiert und nicht von mir selber eingenommen, ich bin ein überragender Schenker. Also es ist, noch, also ich schenke. Davon habe ich noch ja, nichts. Ja gut, jetzt bin ich auch 90.000 tut hinten. So, als vielleicht wenn er könnte sich es auch daran liegen. Ja. Ich bin so ein überragender Schenker, dass ich, dass das Finanzamt. Nee, aber wirklich, also dass da irgendwas. Oh nee, doch. Ich habe ja doch einen habe ich. Da habe ich meiner Ex-Frau zu Weihnachten. Ex-Frau, Freundin. Wir waren verlobt und es war irgendwie. Warte mal. Die Mutter meines Kindes. Was jetzt denn? Hast du mich mit der verkuppelt. Jetzt mag ich sie und jetzt gibt's die nicht mehr. Ja, aber ihr habt euch auch jahrelang nicht gesehen. Ja, aber wir haben uns sehr gut verstanden. Ja, stimmt. Ihr habt euch auch zu gut verstanden. Ja, deshalb. Das hat mir gar nicht gefallen. Ja, ja. Das hat mir gar nicht gefallen. Auch. da kommt das Muslimische durch. Also da will ich meine Frau schon schön. Kein schlechter Einfluss von außen. Was für ein schlechter Einfluss? Nein, null. Natürlich null. Was für ein schlechter Einfluss? Nee, aber die hat, genau, da habe ich der, ich glaube, ich habe der 4 Geschenke zu Weihnachten gemacht und 3 davon mochte die nicht. Das war schon crazy. Ich habe mich in der Farbe vertan. Die hat es dann umgetauscht, eine andere Farbe genommen. Das ist jetzt die Ex. Unfassbar, kann sein. Es war ein unfassbar geile Winterjacke, so eine richtig schöne Daunenjacke. Von Marco Polo, die war richtig nice, aber ihr hat die Farbe nicht gefallen, die hat sie dann umgetauscht. War das ist doch okay. Ja, das ist auch. Ja, aber trotzdem, was hat sie eine Lieblingsfarbe und du hast sie nicht gewusst? Nee, ich kenne ihre Lieblingsfarbe, aber ich habe den dann in der Lieblingsfarbe gekauft, aber es gibt ja Lieblingsfarben bei Klamotten und es gibt andere Lieblingsfarben, okay. Weißt du, wie ich meine? Du hast ja deine Farben, die du gerne. Ich habe jetzt also dunkelgrün ist gerade so voll mein Ding. Erdfarben. Mag ich voll gerne, braun, dunkelgrün, genau, weiß und dann aber wenn ich ein weißes T-Shirt schön finde, wenn mir jetzt einer eine weiße Winterjacke schenkt, Alter, boah, Dicker. Die würde dir richtig gut stehen. Ja, genau. Jetzt trink mal, man darf nicht einfach nur anstoßen. Sorry. Und dann. Prösterchen. Mein Vater, der war in der 6. Klasse, hat er mir schon die schlimmsten Klamotten geschenkt. Das war damals in der 6. auch, sorry, eine Weste mit gestickten Rosen drauf. Altrosa. Und das war so, ein Holzkreuz als Kette. Eine Jeansweste? Nee, die war gestickt, weiß ich nicht, hin, so mit Seide, genau. Wir reden 80er. Du warst in der 6. Klasse. Ja. Oh mein Gott. Das und da schon war schon, und schon warte, wichtig, und der hat mich dieses Jahr nochmal gefragt, ja. Ich würde dir gerne was so Klamotten schenken. So, sag mal, spinnst du? Das meine ich so. Sag mal, der ist auch, also. Ja. Du hast auf Ewigkeiten, seit der 6. Klasse hast du, also bist du raus. Mit diesen Sachen. Eine Holzkette auch noch dazu. Eine Holzkette zu alt, nee. Wenn Eltern sich Gedanken machen, die können sich ja nicht in das Kind reinversetzen. Warum willst du das überhaupt? Ja. Dann frag die Freunde, das wäre doch schlau. Das ist super schlau. Weißt du, dann wäre es der geilste Elternteil oder was, wie auch immer. Wenn du wirklich ablieferst, das ist auch das Leichteste. Als ich weggelaufen bin, so ein paar Tage, hat meine Mutter auch meine ganze Telefonliste abtelefoniert. Das kann sie ja auch, um zu sehen, wo ich bin. Da kannst du auch fragen, was für... Jetzt können wir ganz kurz weg von Telefonliste zum Weglaufen. Weglaufen? Nee, ich war hast ein paar so, Tage hast unterwegs. Hast du so mit... genau!
Das verstehe ich. So Calimero-mäßig. Genau, du hast einfach so ein Holz, so einen Stock und dann ist so ein Sack genau, dahinter und da sind eine Kuscheltiere genau drin. Aber wie alt warst du? 13 war ich ein paar Tage verschwunden. Einfach. Du erzählst das so, als wenn das normal wäre. Ja, ich habe sowas noch nie normal in meinem Leben gehört. Was hast du dir mit 13 gedacht, dass du von zu Hause weggehst? Naja, da waren die Partys ein bisschen länger und dann mit so. 13? Ja, ich habe früher angefangen. Mit 13? Ja. Ey, du müsstest eigentlich so durch aussehen. Ja. Nee, ich habe wirklich mit harten Sachen schon mit 13 angefangen. Ja. Ein bisschen Drew Barrymore-mäßig, aber ohne Entzug. aber du bist ja bist du Ur-Berliner? Ja. Deshalb Berlin halt, ne? Ist so abgefuckt eh. Crazy, Alter. Body, ey, deine. Hast du dich dafür mal entschuldigt? Das Ding ist, ey, das war. Ganz ja, kurz, das ich würde, weiß ich ja würde sterben, aber wirklich, ich würde das, sterben, ich wenn meine Tochter, wenn ich, boah, fünf Tage, ich, ja, drei, du kannst vier irgendwo Tage aufgeschlitzt, ich weiß, aber oh mein bei Gott mir, das Ding ist, ich war schon immer ein stabiler Typ, das, da braucht man, ja, das vielleicht. Ist so geil. Können wir das bitte klippen? Ich war schon immer ein stabiler Typ. Das ist so geil. Nein, aber bei mir, Instagram da haben, glaube ich, so ich Leute, immer stabiler haben Typ. Typen, die haben eher Interesse, so, die fanden mich immer cool. Ja. Und die anderen so, die anderen sind Schlampen, bla, ja, du bist cool so und du, ja, und ich meine Freundin. Und das wusste sie natürlich nicht, aber deshalb hatte ich ja auch keine Angst, weil ich bin, ja, bei mir ist anders gewesen. Ja. Du hast ja auch gerne mal eine Faust verteilt, ne? Warte, das hört sich so ekelhaft an. Das ist extra so formuliert. Faust, aber es ist Faust so die Wahrheit. Nee, ich habe mich immer meistens gewehrt. Ja, aber ich kann Zeit mich deines auch Lebens hast du wirklich auch Männer umgewichst einfach. Nee, ich muss mich meistens wehren, wenn es gibt, guck mal, so eine Sachen. ich war nicht so ein, einfach so, was guckst du so oder sonst was, aber zum Beispiel in der U-Bahn ist so ein Typ, und ich war auch alleine, und macht so den Blase-Ding, ja, so, und ich ich bin ja nicht so ein Proll, ein bisschen Proll, aber nicht, ja, so Proll, ich sag nicht, du Hurensohn, was und wie ich mit den schlage, ich weiß ja auch eh, dass ich schwächer bin. Ja. Aber ich habe keine Angst, so, das ist so meine Superpower oder vielleicht auch das nicht. Krass. Ich habe wirklich keine Angst. Das kommt von meiner Kindheit, weil, ne, wegen der Vater hat die Mama jeden Tag immer fast tot gehauen. Und ich hasse Ungerechtigkeiten von Mann zu Frau, von Stärkeren, ja, zu Schwächeren. Ja. So. Und ich bin einfach so, ich bin da wirklich schmerzlos, schmerzbefreit. Dann sage ich so, was machst du da? Zeig denen mal den anderen, was du da machst. Hast so du gesagt? Ja. Wie alt warst die du? Die ganze U-Bahn, 13, 14. Krass. Und, das war ein erwachsener Mann oder so? Ja, ja, na klar, Mann. In den 90ern, weißt du, wie viele Leute sich vor mir eingewichst haben? Wie viele Typen? Das was? War so, die 90er waren so schlimm. Willst du mich verarschen? Ey, wie viele Typen sich vor mir einen runtergeholt haben? Oder mir hinterhergelaufen wo sind? Also, Schöneberg. Du läufst eine Straße lang, da steht einfach, holt einer, ja, einen Pimmel, ja, raus. Kann ich gerne noch erzählen. Aber warte, die Geschichte, was, jetzt habe ich es vergessen. In der Straßenbahn. Der macht so. Also genau, er so, ich so, und ich sag einfach, guck mal, ich sag nicht, du Hurensohn, ich will dich mit dir schlagen, sondern mach mal, ja, mach das doch noch mal. So. Ja. Er kommt gar nicht klar aus seinem, ja, Leben. Er fühlt ihn richtig peinlich. Ja. Dann steht er auf, will mich hauen. Ich muss den wegtreten, so eine Sachen. Ja. Und deshalb, da habe ich halt mein Ruf halt weg. Oder dann waren halt natürlich auch mal andere Leute dabei, wenn sowas passiert ist. Aber meistens war es wirklich, dass ich mich gewehrt habe und ich kann mich halt gut wehren. Ja, ich bin nicht so zierlich, ich bin auch kein Fetti, ich bin so, ja, mit so ein. Du bist ein kleines Maschinchen, ey. Ich bin Maschine. Ja. Stabiler Typ halt, ne? Bin stabiler Typ. Letztes Mal habe ich auch gesehen, da war Arafat einfach. Arafat. Komm wieder. Arafat das ist Podcast. Der beste Podcast bisher, ja, oder? Da war, letztes Mal war Arafat im Podcast und meinst du, ja, dann hat euer im Chat so gefragt, ja, was war denn, gab es irgendwie mal Stress mit Mel Beats? Und Arafat hat dann sowas im Sinne von gesagt, ja, aber ihr dürft nicht vergessen, das ist auch Mel Beats, nach dem Motto, damals, so, wirklich, der hat es so gesagt, nach dem Motto, die ist stabil, die ist, mit der hat man keinen Spaß gemacht, die hat eine dicke Fresse, die hat was auf dem Kasten, so hat er das gesagt. Ja, so, aber voll ist ja ein Mann, also rein körperlich bin ich ja absolut unterlegen. Ja, aber trotzdem, aber von der Attitude her, also, ja, wenn du jemanden so vor dir hast, der, du siehst ja auch an der Körperhaltung, in den Augen, siehst ja, das okay, Ding ist bei der mir hat gar ist, keine Angst. Ja, das Ding ist, der Unterschied ist, ich bin nicht so eine Olle, die und dann, ja, beleidigt und gar nicht weiß, was da ist, ja, sondern das Ding ist, ich gucke dir wirklich so, und jetzt, ja, was jetzt? Ja. Die sehen, ich habe keine Angst, ja, und das, aber ich will dich damit ja nicht provozieren, sondern, nee, was denn? Was ist denn jetzt das Problem? Mhm. Was? Dann sag doch nochmal, du bist doch ein Idiot. Ich feiere das, also ich feiere sowas so sehr. Es gibt so eine geile Story, wie einfach, ich bin halt voll der UFC-Fan und die Frauen sind ja auch überkrank da. Und es gibt halt so eine Story. Ja, so weit in der Nähe. Nee, ich meine nur, es gibt so eine Story, wie halt einfach wirklich einer dummerweise versucht, einer UFC-Kämpferin die Handtasche zu klauen.
Wie, wo wurde es denn? In Amerika. Draußen irgendwie aus Versehen. Draußen auf dem Bürgersteig vorbeigelaufen, versucht die Handtasche zu klauen. Die wow, und ich liebe, yes. Ich, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich solche Stories liebe. Yeah. Ich liebe es. Die, warte, ich mag diese von Stärkeren zu Schwächeren. Ich hasse es ja, wenn, Mann, du bist einfach Dreck, wenn du schwächer, wenn du dich geiler fühlst, wenn du Schwächere, ja, wenn du da stärker bist. Ja. Bei mir ist so, ich würde niemals einen Schwächeren, ich habe die auch immer in meiner, immer in der Gang so, habe ich mir gesagt, lass ihn mal in Ruhe, so, ja, wenn er schwächer war. Ich fand es nie geil, so, wie gesagt, der ausgeprägte Gerechtigkeitssinn. Und ich, bei mir triggert das einfach, wenn sich jemand, wenn jemand auch wirklich stärker ist, das geht nicht. Das, ja, geht einfach nicht. Aber wie ist das, wenn jemand, weil in der Welt finde ich gar nicht statt, aber ich finde in dieser Klugscheißer, ich bin schlauer als du Welt statt. Findest du das genauso schlimm? Dieses, oh, du bist so dumm und dann so runterreden, weil man so. Ja, aber ich, das passiert mir nicht. Nee, das, ich meine jetzt aber, wie reagierst du, wenn du das mitbekommst, dass jemand so. Ach so, Mann, du weißt doch, ich bin da so wie du, dann wird direkt einer rausgehauen und dann ist der andere auch gut. Ja. Dann ist der. Aber auch, das ist wirklich. Man kann doch. Guck mal, wir sind rhetorisch wirklich. Ich würde sagen, wir beide sind auf dem gleichen Level. Nein. Nein, er ist ein bisschen besser. Aber eigentlich nicht, nein. Ich kann es so gut erklären. Ja, du weißt noch nicht mal, was es war, okay? Nee, weiß ich auch nicht. Ja, also. Aber wenn ich habe ja dann das wohl mehr Wert. Wenn ich es wissen wollen würde, würde ich es mir draufschreiben und könnt ihr das morgen erklären. What up? Nee, das hat nicht funktioniert. Aber ganz kurz, du hast eben einfach so einen Nebensatz gedroppt, dass du zu Hause also häusliche Gewalt auch mitbekommen hast einfach. Ja. Und das ist, also ich gehe mal davon aus, das war im krassen Kindesalter. Ja. Und es gibt ja dann wahrscheinlich mehrere Varianten, wie man da rauskommt. Entweder zerbrichst du da dran, siehst das und ergreifst Partei oder du bist so im Kern eine mutige Person, die versuchst auseinanderzuhalten oder du bist in deinem Zimmer oder wirst dann halt auch vollkommen zurecht, finde ich. Weil wenn, ich glaube, das ist, ich kann mir nicht mal vorstellen. Also ich finde es so schon schlimm, wenn ich Schlägereien sehe. Aber wenn das die Eltern sind, also ich will, ich kann mir das aber nicht. Aber Eltern hört sich ja zu doof an, wenn das der Vater ist, der die die unschuldige Mutter, die nichts gemacht hat, nur weil er besoffen ist und eifersüchtig oder irgendwas, weil er halt nicht klarkommt auf sein Leben, wirklich jeden Tag Remi-Demi und wirklich so. Aber mit jeden Tag, jeden Tag? Jede Nacht, weil Gastronomie auch. Okay. Der so kam morgens nach Hause. Alkohol, Stressfaktor, ja, okay. Einfach wirklich, also wirklich so. Das Beschissenste, was du so als Frau und als Kind durchmachen musst. Meine Mutter hat erst, als ich 9 war, hat sie sich getraut zu fliehen. Ja. Weil er hat gesagt, wenn sie geht, dann bringt er ihre Familie um und bla, sowas. So ein Psycho, ja. Und er hat auch ein psychologisches Gutachten, was da wird, da bestätigt es auch, dass er das, was er gesagt hat, hätte auch gemacht. Also sie hat das schon richtig eingeordnet. Okay. Und deshalb musste sie so lange bleiben. Und wenn wirklich jede Nacht, wenn du Angst hast, der Papa kommt nach Hause und das war halt so wirklich mit Armbrechen, mit Flaschenhauen, mit bla Dings. Also nicht einfach eine Klatsche, sondern es war Boah, du hörst Ausnahme. Dann hörst du die Schreie deiner Mutter. Ja, und ich stehe auch da und ich muss die Fresse halten, sonst kriege ich auch auf die Fresse. Ja. So, weißt du? Und dieses, so ein starker Mann, das triggert mich einfach so. Ja. Und ich bin so froh, dass ich wirklich auch körperlich, ich kann mich wehren, ich weiß, ich bin nicht stärker, aber ich kann mich auf jeden Fall wehren, der kriegt auch was ab. Mhm. In der Schule zum Beispiel haben die immer, Melanie, der Thomas hat mich geärgert, dann bin ich angekommen. So, ich konnte meinen Judo, ich habe so einen Judo-Schritt gehabt, dann habe ich die Jungs immer auf dem Boden. Kommt alles aus der Kindheit natürlich. Crazy. Und aber ich war trotzdem ein total glückliches Kind. Und wenn ich an meine Kindheit denke, dann, ich weiß, ich habe so einen Filter, aber ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt. Hm. Das ist, es ist nur noch so eine Geschichte und dieses Trauma konnte ich sehr gut verarbeiten, weil mein Vater seit 31 Jahren trocken ist. Okay. Und der ist immer ein guter Mensch gewesen, aber Alkohol triggert halt bei dem einen. Das ist crazy. Ich bin witzig und wir sind witzig, der andere wird aggressiv, so weißt du. Und der ist der, das habe ich von meinem Vater, wenn der 10 Mark hatte, hat er auch 10 Mark gegeben. Ja. Meine ganzen Freundinnen, der war super hübsch, waren alle verknallt in den, weil der auch so nett war und bla, bloß halt nachts. Okay, zwei Seiten. Nach Hause aber krass, das Alkohol, das ist sowas, das ist wirklich interessant, wie Leute sich mit Alkohol verhalten. Achso, und jetzt ist halt genau der Typ, also ohne Alkohol, ne? Ja. Der netter, sehr netter Mensch. Okay. So. Und deshalb habe ich. Und aber auch so selbst reflektiert und entschuldigt. Ja, ey, der schämt sich dafür. Ja, natürlich, der weiß, dass er zwei Leben schon mal krass, so ein Drittel kaputt gemacht hat. Aber deshalb
fällt es einem natürlich auch leicht, also das Trauma zu verarbeiten ist ja da auch ein leichteres, ne? Aber du hättest echt, mit deiner Geschichte und deiner Vergangenheit hättest du echt ein richtiger Trümmerhaufen werden können auch, ne? Du hast ja wirklich dank das Beste. Der Drogen? Nein. Die Drogen haben mich da rausgeholt. Die und Trauma-Bonding. Crazy, ey. Ey, ganz kurz, ich muss auf Toilette. Ja, mach, ich moderiere das hier durch. Wir brauchen keinen Cut machen. Und ich bin dann weg und die wissen, dass ich auf Klo bin? Hast du ja jetzt gesagt, wir schneiden nichts. Ungern, scheiße. Die Melanie geht kurz pullern. Nein, Mann. Und ich mach dann diese Geräusche nach, wenn du weg bist. Ja. Nee, aber das ist crazy. Wir haben jetzt, wie lange haben wir jetzt? 45 Minuten? 45 Minuten sind jetzt von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Krasse Cuts gemacht auf jeden Fall, was die Story angeht. Dann bist du von, also die ist wirklich, ich finde, die ist eine krasse Person auf jeden Fall. Und das finde ich auch das Geile, weil ich denke mir so, also viele fragen mich so, ja, deine Tochter, dann wird die da in Berlin groß, ist das nicht so und so? Aber ich sehe ja meine Ex-Frau und die ist auch in Berlin groß geworden zum Beispiel. Und wenn du in Berlin groß wirst, und es ist nicht so schlimm wie früher, wenn du in Berlin groß wirst, aber du, dich kann dann nichts mehr ficken. Also dich kann dann nichts mehr so richtig schocken, wenn du die ganz schlimmen Sachen gesehen hast. Und ich denke mir dann so, wenn die hier groß wird und mit allem aufwächst und dann sieht die halt mal ein paar Asoziale, ein paar Penner, ein paar Schlägereien und Drogen hier und fiese Typen da. Aber dann kannst du eigentlich in die Welt rausgehen, so wenn du, also in meinem Kopf ist das zumindest so. Also ich bin da, ich bin ein Fan davon, wenn, auch wenn es ein kleines Mädchen ist, das in der Großstadt groß wird, weil im Optimalfall wird es dann einfach ein Mädel, die halt überall auf der Welt hin kann, womit wir auch wieder zu dir kommen. Und so da kann einem, und da kann einen nichts mehr richtig schocken. Also du hast ja alles schon gesehen. Takt war letztes Mal hier. Und der hat auch so erzählt, wo der herkommt, was der durch hat. Und ich dachte mir so, okay, krass. Was hat er denn durch? Wo hat der nochmal? Hohenschönhausen? Ist das Hohenschönhausen? So. Genau, Ticken, Messer hier, Messer da, Schlägerei. Ja. Und der war mit seiner Berlin-Attitude, war der dann in St. Louis mal und hat einfach, diese, also es gibt ja wirklich dieses, ich glaube, es hat auch, hat das eine andere Stadt, Frankfurt vielleicht noch, aber so eine roughe Attitude, so dicker Stadt. Hat er da reingepasst? Ja, oder dass du einfach dass du das transferierst, wo du anders hingehst und einfach dann auch dieselben Eier hast und dir nicht denkst, dass ey, das ist aber, ich glaube, es ist charakterabhängig, weil als ich in New York war, 96 war ich das erste Mal da, da war es auch wirklich noch rough, da ja. War ich auch in der Bronx und so und bin da auch alleine, 97 war mein Geburtstag und dann bin ich, nee, nach Queens, ich habe in Queens gewohnt einen Monat. Geil. Auch bei so Leuten, die ich einfach so kennengelernt habe, so, weißt du, so ja. Fängt das an. Bei so einer Familie. Und wir mussten bis Jamaica, Queens, also Endstation, dann noch mit dem Dollar Cap, ja. Okay. Und da habe ich keins gefunden und musste laufen. Und da hat sich auch ein Typ, der wollte mich, weiß ich nicht, irgendwas war da, der hat mich angelabert. Das war nachts, 4 Uhr nachts oder sowas. Mhm. Und also ja, can I hit you off oder irgendwie sowas. Ich so, sag mal, bist du bescheuert, sehe ich aus wie eine Nutte oder was? Ich so, außerdem habe ich heute Geburtstag, bla, lange Rede, kurzer Sinn. Der hat mir Kippen gekauft, hat mich noch nach Hause gebracht. Das Ding krass, ist, das ist so die ist Attitüde. Ja. Ich habe nie, weil ich keine Angst habe und ich fühle mich eh überall sicher. Ja. Und wenn ich, das ist halt, was du ausstrahlst. Mhm. Und es ist schon überall, also überall. Das ist geil. Also ich feier sowas richtig hart, weil es ist ja eine, ist ja auch ein schmaler Grat zwischen du musst dir um die keine Sorgen machen. Ja. Und die ist aber, oder die ist aber auch zu prollig, zu männlich, das, ja. Oder zu, oder so, so ein zerbrechliches Püppchen, sondern dieses Mittelding. Zum Beispiel, ich finde das, ich feiere das hart, dass du halt, du bist eine Frau, aber man muss sich um dich keine Sorgen machen. Nee, wirklich nicht. Und ich mag nicht. Auch dieses, ich hasse das auch, dieses, ein Mann, boah, wenn ich da teilweise so, da kriege ich das Kotzen, wenn Leute so sagen, das ist nicht, guck mal, ein Mann muss, ein Maul. Ach so, Dings, ja, nee, und eine Frau muss auch nicht, das kommt auf die Umstände drauf an, mal so, mal so. Ja, du sollst beides, du musst alles können, weil sonst bist du ja voll limitiert. Voll, ein Mann muss seine Frau, wenn Einbrecher kommt, ja, wenn wir beide zusammen wären, ja, und da hör ich was. Ja, aber da gehst du auf jeden Fall. Da gehst du, ne, gehst du. Nee, da gehst du. Da gehst du. Du hast weniger Angst. Nee, das ist was anderes. Ich hab ja vor Geistern Angst. Das ist richtig peinlich. Ja, okay, dann geh ich. Ja, dann gehst du. Ja, okay. Obwohl dann, was, wenn das kein Geist ist. Aber auf der Straße brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ja, gut, ja. Und ich also auch, vor Geistern, und ich, du. Und ich würde auch, ich wäre auch in meiner Männlichkeit null gekränkt, wenn wir rumlaufen. Ja. Da kommen zwei Kanacken und du. Wärst du null gekränkt, ernsthaft? Null. Ey, du war, oh Gott, ey. Ey, manchmal aber es gibt Leute, die haben ja dieses Neandertaler-Mindset nach dem Motto, ja. Ich bin der Mann, ich muss jetzt, guck mal,
im Endeffekt, wenn ich, wenn wir jetzt unterwegs wären oder wenn ich mit jemandem unterwegs bin, klar muss man da was machen. Aber ich, es wäre jetzt auch nicht schlimm für mich. Kennst du diese Folge vom Prince of Bel-Air? Wo die Lisa, da wird der, Lisa ist mit dem Will zusammen und dann kommt so eine Kante und will, macht den, muckt den an, haut den um und dann wichst die den aber weg. Und er ist so, ja, ich muss eigentlich so dieses, dieses Ding, das wäre für mich kein Problem. Nicht, nee. Wie heißt es, demaskulierend, was? Wie heißt es? Ich weiß nicht. Einer meiner Lieblings, wie heißt das? Kevin Hart, Skat, nicht, Bits. Ja. Nennt man Bit? Ja, Bit, ja. Ja, das war, ich glaube, damit ist er berühmt geworden. Er meinte, irgendwie jemand parkt da, bla. Seine Olle wird frech. Mhm. Und, die kriegt eine Klatsche. Ja. Und dann, sie so, machst du was? Er so, ey, ja. When you with me, then you just got smacked. Ja. Und wir können vielleicht darüber reden, wie man es in Zukunft noch präventieren kann. Super. Aber dann you just got smacked. Ja. Ja, das ist so. Ich liebe den. So, das stimmt, ist ein bisschen anders jetzt. Ja, aber ich habe so ein ähnliches Ding auch mal gemacht. Ich meine, ich sag dann auch so, ich bin auch kein guter Freund. Und wenn wir unterwegs sind und du hast ein Problem, dann hast du erstmal ein Problem. So. Das ist, also, erst mal ein Problem. Ja, das ist also. Und die Kollegen wissen das aber auch. Meine Homies machen dann auch Witze drüber und so. Ich bin da mit Kollegen unterwegs, die auch stabil sind, die ich auch schlagen können und alles und so. Denn ja, was, wenn die Probleme gibt? Ja, der Sammy ist unter 10 Sekunden, ist der weg. So. Aber es ist nicht das Kurz, aber weißt du, worüber reden wir eigentlich? Ist es etwas, was es wert ist? Das Ding ist meistens ja nur dieses, was guckst du so, bla. So für sowas so lohnt es sich auch, doch gar nicht. Dann finde ich es eigentlich, ich meine, es ist schon ein bisschen pussymäßig, wenn der Typ wenn ich auf dem Typen stehen würde und der wäre der Erste, der weg ist. Ja. Ja, aber dann irgendwie doch mal weiter drüber nachgedacht, eigentlich. Ja, wofür, ja. Und es gibt auch, guck mal, es gibt natürlich auch Situationen, da gibt's keinen. Da musste. Aber so Männlichkeit zu definieren, finde ich voll. Ich hätte auch gar kein Problem damit, zum Beispiel, viele haben ja auch dieses Jahr dann, also ich ernähre alle und pipapo, aber wenn ich eine überkrasse Frau habe, ne, hätte ich auch gar kein Problem damit, ich bin zum Beispiel, ich bin Comedian, Mann, ich muss nur abends auf die Bühne, ich kann tagsüber, dann so skillsmäßig, okay, ich kann jetzt nicht geil kochen oder so, aber eine Wohnung kriege ich auch sauber. So, dann gehe ich halt abends auftreten, aber wenn die Frau unterwegs ist und ist bei, hat den Deal und bringt so viel Kohle nach Hause und alles ist geil und supportive-mäßig, hätte ich jetzt kein Problem damit, dass Leute dann sagen, ja, du bist eine Muschi, Alter, wo ist dein, du bist ein Mann, Alter, wo sind deine Eier? Das ist richtig peinlich, die Denke, weil ich würde es auch so unter Freunden sehen, weil es ist ja auch eine Freundschaft, wenn meine beste Freundin, ich will, dass sie erfolgreich ist. Das, was sie liebt, dann, weißt du, wenn das mit Glück zusammenhängt und alles, wenn sie sich jetzt nicht tot arbeitet oder sonst irgendwas, weil du nichts hinkriegst oder sonst irgendwas, das ist ja der das Unterschied. Das ist was anderes nochmal, warum? Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte auch einen Moment so, wo ich zu viel, wo ich das ganze Geld reinbringen musste und der andere konnte leider nicht, weil wegen Umständen. Und aber was soll das? Da geht nur eine Behinderung oder eine Krankheit. Oder Haftbefehl und auf der Flucht sein. Gut, das ist deine Welt. Ja. Okay, das ist krass. So, und dann ist es halt. Du bist eine richtige Bonnie, Alter. Bonnie und Clyde. Ja. Und dann, ich muss sagen, mache ich sehr gerne, aber wenn dann wirklich dein Geld weg irgendwann ist, weil auch gerade nicht so gut läuft und der andere dann so. Dann ist so Rollentausch. So, ja, ich habe auch ein bisschen gerne so ein bisschen traditionelle Rollenverteilung. Ist auch nicht schlecht. Ich bin auch, möchte man jetzt die ganzen Geschichten und so, ne? Ich weiß mich zu wehren und bla, aber das ist auch gut, weil ich will mich nicht auf irgendjemanden, das hat auch nichts mit Mann zu tun, auf jemanden verlassen müssen. Ja. Ich bin ja ich, weißt du? Ja. So, und aber ich bin auch jemand, der gerne, ich bin auch ein bisschen wifey gerne, so mit Kochen und ich nerv auch so. Willst du wirklich kein Brot? Ich mach dir Brot. Nein, ich habe keinen Hunger mehr. So, nee, aber probier doch mal, bla, sowas. Und also theoretisch, ich würde auch immer putzen und so, weil der andere es eh nicht besser kann. Also theoretisch bist du ja der Perfect Storm. So, warum hast du nicht 7 Kinder und 18 Eheringe? Was ist da los? Warum bist du nicht vergeben? Warum bist du noch auf dem Markt? Nee, Kinder ja eh nicht. Fühle ich gar nicht. Also für mein Leben. Hast du auch noch nie? Noch nie. Ich habe schon als Teenagerin habe ich gesagt, nee, ich habe es noch nie gefühlt. Dann dachte ich mal ganz kurz, ich glaube, es war vor 5, 6, 7 Jahren, eigentlich muss man so auch wegen zu vorsorgemäßig, aber in Deutschland heißt es ja gar nicht. Und was ist das auf den Grund? Ja, ja, und ich dachte mir so, ja, aber ich fühle so null. Ja.
Aber ich hast du auch, ich, aber find, ich, wenn, ich, ich, wenn ich gleich Kinderbilder raushole, ist dann auch so, come on. Nee, es ist so, als wenn du mir ein Stück Teppich zeigst. Als wenn andere mir Hundefotos zeigen, so ist das, glaube ich. Nee, da bin ich interessierter. Ja? Ich hasse das. Wenn jemand ein Haustier hat, ist der für mich raus. Ich finde, wenn jemand einen Hund hat und den so liebt und so, ja, der Kameramann zeigt gerade ein Bild von seinem Hund auf dem Unterarm. Ich empfinde Mitleid. Ich finde das voll traurig, wenn sich jemand ein Haustier zulegt. Ich finde es auch traurig, wenn sich jemand sein Leben verkackt mit Kindern. Aber das ist ja nicht verkacken. Nein, ich weiß noch. Nein, aber ey, das Ding ist, wenn du einfach, wenn man es nicht fühlt, sollte man es eh nicht machen. Genau. Ne? Und ein Glück ist nicht aus Versehen irgendwie passiert. Ja. Ich bin einfach, ich weiß nicht, ich finde auch, Kinder zu bekommen ist eine Form von Egoismus. Auch dieses, ich will jemanden haben, der so aussieht wie ich und bla und dill. Mhm. Aber meine Form von Egoismus ist, ey, ich habe so keinen Bock, meine Zeit. Ich will meine Zeit für mich haben. Und vielleicht kommt es ja von früher oder so, dass ich denke, ich muss noch was nachholen. Ich weiß nicht, was es ist. Ja. Aber kein Interesse. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, mit einem Kind zu spielen. Also bei mir ist das schon nach 3 Sätzen so, ja, bla, bla. Ich mag Kinder natürlich. Es gibt so Personen, die haben keine Kinder, wo man sich denkt so, oh Mann, da geht eine gute Mama verloren. Ja, nee. Aber ich glaube, nee. Aber ich habe auch schon oft gehört, so, ich glaube, du wärst, wenn du müsstest, wärst du eine gute Mama. Ich glaube auch. Ja, aber so eine andere Mama, so eine coole, nice Mama, aber auch sehr schlau, nicht dieses wirklich so dieses ganz Herz, dieses Mutter und betüddeln und so. Nee, auch so sich selber, also darin den Sinn sehen, ist ja auch noch was anderes als jemanden gut zu erziehen und auch wirklich auch genauso zu lieben, aber dann da irgendwie, dass es so ein Puzzlestück wäre, das wäre bei mir nicht. Nee, ich sehe das bei dir. Aber ich würde es schon gut machen, glaube ich. Ja, ich glaube im Endeffekt, glaube ich auch. Aber das Ding ist ja, hast du mal einen Mann gehabt, wo das dann nicht geklappt hat, weil du keine Kinder haben wolltest? Nein, ich hatte nur 2 Beziehungen. Das war's? Ja, aber einmal 10 Jahre und einmal 5 Jahre. Okay, und der 5-Jährige war der auf der Flucht war, oder was? Sitzt der heute oder gibt's den noch? Nein, nein. Der musste auch nur ganz kurz sitzen. Ja? Dafür den Stress, den ich da gehabt habe. Crazy. Nee, ich glaube, der hätte Bock gehabt, aber das war ja dann in der Zeit gar kein Thema. Ja. Und ich glaube, ich habe es auch immer, ich sage das auch mal. Aber wie lange bist du jetzt schon Single dann? Hör auf. Reden wir von einem Jahrzehnt schon? Länger, ne? Ja, das ist voll verrückt. Diese Zahl ist so surreal. Ja. Ich glaube, 12 Jahre oder so. 12 Jahre. Aber ich schreie die ganze Zeit. Nee, das regeln wir alles. Nee, das regeln wir. Aber intelligente Frauen, die sind länger Single, weil die holen sich nicht irgendeinen Idioten rein. Ich habe auch keine Angst, alleine zu sein. Ja. Ich darf auch nicht aber zu doll drüber nachdenken, weil ich bin ja eher ein Beziehungstyp. Ich war mit meinem ersten Freund 10 Jahre zusammen, von 16 bis 26. Ja, das ist krass. Und ich bin ganz klar ein Beziehungstyp und wenn ich drüber nachdenke, wenn ich zulasse, dann wäre ich schon sehr traurig. Aber ich bin ja stabiler Typ. Erstens das und zweitens, du hast ja das für dich, also ich finde das auch ein Skill, wenn man selber alleine klarkommt. Ey, ich bin, deshalb verreise ich, also ich kann verreisen, wann ich will, wie ich will. Du bist maximal frei, ne? Und meine Familie ist ja alles okay, also super, also die lieben mich, es ist wirklich so nicht perfekt. Du hast beste Freundin. Und meine Freunde, ich habe so gute Freunde und da kriege ich die Liebe her, aber es fehlt natürlich noch. Ja, natürlich. Da fehlt. Und aber irgendwann muss aber jetzt mal, sonst falle ich wirklich vom Glauben ab. Aber willst du nochmal heiraten? Würdest du heiraten? Ich glaube, nur aus steuerlichen Gründen. Ja? Ja, aber das würde dich sehr freuen, das Thema. Ich habe mir mal die Karten legen lassen. Da hieß es Heirat. Ja? Ja. Hat das die Medusa gesagt, Palina, schönen Gruß. Rozinski oder was? Ja. Die legt Karten? Ja, die hat doch auch ihren Astrolinski und so. Die ist doch. Keine Ahnung. Genau dein Ding. Genau mein Ding. Ich glaube auch nicht so eine große hier und auch so mit eine Schleier Party, und so. Eine geile Party. Nee, warte, ich sag dir, ich glaube alleine, weil man es irgendwie so eine Hexenhochzeit am Strand oder sowas, also jetzt nicht so offiziell. Nennt man das Hexenhochzeit? Weiß ich nicht, habe ich irgendwann mal gehört. Okay. Oder wegen Steuern, Standesamt. Ja. Und dann, anstatt so eine fette, dumme Hochzeit zu bezahlen, lieber 3 Monate reisen. Übertriebener Urlaub.
Ganz genau. Okay. Und dann, Flitterwochen, aber wird dann richtig geht's geflittert. Aber ab. Richtig, aber richtig Flittermauer ab, richtig ein. Da flittert richtig. Pack die Tabletten ein und dann richtig, ja, immer richtig durchgeflittert hier, 3 Monate lang. Da, aber und ist denn jemand in Aussicht? Nein. Nein. Nee, sonst hätte ich ja nicht gesagt, sonst hätte ich so geheimnisvoll getan. Okay, ja. Ah. Okay. Nee, aber 12 Jahre. Aber du lernst ja zwangsläufig durch deinen Job auch so viele Leute kennen. Ja, aber du hast wahrscheinlich auch gar keinen Bock auf jemanden auf dem Musikbusiness, ne? Oder? Auf gar keinen Fall. Nee. Auf gar keinen Fall. Muss ich mich abpudern? Nein. Weil es ist so heiß hier. Die haben schon gesagt, es ist immer heiß hier drin. Ja. Und jetzt? Wie aber glänzt sie irgendwie? Nee. Das ist der ganz normale. Außer mit meinem. Das ist der ganz normale. Die Aura halt. Die Aura glänzt. Der ganz normale Schein. Okay, gut. Alles super. Single, blimp. Ja, Single. Was hat es da immer mit diesem, ich weiß ja, ich habe dir ja noch geschrieben, wann wir den Podcast machen, weil man muss wissen, wenn man der Mel schreibt und ich, also mit Mel trinken und feiern ist halt wirklich, das macht so Spaß. Das macht so Spaß. Der einzige Charakterfehler ist natürlich, was? Dass die so oft Detox macht. Also du machst ja wirklich, du bist ja immer, also dieser Detox, du musst mir mal irgendwann so einen Kalender schicken, wo dann so. Wo diese Detox-Zeiten drin sind, weil da will. Ey Leute, jetzt hört mir mal zu, ne? Ich krieg immer Ärger. Warte mal, also erstens ist so der Ruf so, ja, das ist schon kein Kind von Traurigkeit. Ja. Aber dann, ich mache so oft Detox, dafür kriege ich auch Ärger. Was soll ich jetzt machen? Ich bin ja, sei mal froh, dass ich so selbstreflektierend bin und auch weiß, wann mal. Und auch wenn ich was vorhabe und mir keinen Hangover leisten möchte. Aber nicht, wenn das in meine Partyplanung reingeht. Ja, ja, aber jetzt in deinen Podcast, guck mal, ich habe extra mein das Detox. Ist so stark. Ups, unterbrochen. Ja. So bin ich, so für dich. Mhm. Aber das Kompliment bekomme ich öfter, dass man mit mir sehr gerne trinkt. Aber ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ist. Ist auf jeden Fall ein Kompliment. Ja? Ja, voll, das ist so cool. Ich habe sogar, Sugarboy sagt, ich bin auf Platz 1 bei ihm. Der, okay, der Produzent? Ja. Ja. Marvin hat, glaube ich, auch sowas Ähnliches gesagt, Marvin dass Bain? Er mit mir auch sehr gerne trinkt. Boah, ich muss mal überlegen, ey. Ich bin. Gibt's irgendeine fiese Olle, mit der ich lieber saufe als mit dir? Komm, ich warte. Ich muss wirklich mal überlegen. Ich warte. Die Charika in München ist auch stark. Den habe ich in Düsseldorf. Ich sage nur Münchner Freiheit. So, wollen wir nochmal? Ja, doch. Ja. Du bist schon wirklich die beste Saufkumpane, die ich habe. Die Frage ist jetzt, kann man sich dann nur sehen, wenn man jetzt Alkohol getrunken hat? Würde man sich nüchtern unausstehlich finden? Haben wir uns, weil die Frage ist, ich glaube, haben wir uns jemals. Das Ding ist, unbeabsichtigt, ja, weil beim Jury, bei diesem Flair-Panel und bei der Jury-Dings, unabsichtlich, da haben wir uns nicht verabredet, sondern haben Hi gesagt. Ja. Aber da habe ich schon was getrunken. Da habe ich schon was getrunken auch. Ja, aber ist egal, wir haben uns ja nicht verabredet. Ja. Aber wir haben uns da einmal kurz Hallo gesagt. Ja. Aber das Ding ist, haben wir jetzt schon mal verabredet und nicht getrunken. Eben nicht. Ich hätte auch Angst davor, dass wir dann bei so einem Cappuccino sitzen und uns nichts zu sagen haben. Genau. Oder ich mir denke, boah, die ist ja doch nicht so lustig, ey. Aber davor habe ich Angst, deshalb muss ich immer trinken. Ja, aber Nein. Es ist doch, also. Das ist ja das Gute, dass ich mich in nüchtern, ich bin genauso cool in nüchtern. Bloß ja, halt ja, nicht man ist ja auch so größten, crazy. Man ist ja auch größtenteils nüchtern, aber du bist wirklich schon so, du drehst auch wirklich ab und zu, du drehst auch wirklich durch dann, ne? Also du bist ein Loose Cannon. Wenn du einen Turm hast, bist du wirklich, da kriegt man dich nicht eingefangen. Das ist wirklich krass. Ich brauch so einen Luftballon. Das ist wirklich, ja genau. Hat jemand die Mail gesehen, aber um die musst du ja eh keine Sorgen machen. Nee, siehst du, deshalb kann ich mir das erlauben. Der kann nichts passieren. Ich kann mir das erlauben. Was machst du denn gerade eigentlich? Bist du, arbeitest du stetig durch? Ja. Ja? Nee. Nee, ganz ehrlich, ich bin, sag ich immer, Hashtag blessed. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich mache natürlich ganz viel Musik immer. Ja. Und also für Snipes Workshop habe ich jetzt mit den Beethovens gemacht. Mache ich auch wieder, auch für Mädels und so, auch demnächst wieder. In der Schweiz habe ich einen Workshop 3 Tage gemacht. Bla, sowas. Habe aufgelegt. Ja. Aber wo liegst du denn? Auf Partys? Nee, jetzt habe ich auf Tape-Fabrik. Ich würde so gerne mal auf eine Party gehen, wo du auflegst. Du warst noch nie? Nein. Nee. In der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich doch mal Musik und Frieden und so aufgelegt. Da hätte es eigentlich. Wo habe ich dich denn mal in Turntables gesehen? Oder Ritter Butzke oder so. Ritter Butzke war ich noch nie. Ja, nee. Du musst auch nicht. Aber Musik und Frieden.
Ich glaube auch nicht, dass dich mal da auflegen. Vis-à-vis habe ich so 2-3 Mal gesehen. Ja, mit der habe ich auch schon mal so Dings. Vielleicht bin ich danach. Aber machst du sowas noch? Ja, erst letztens Tape-Fabrik und ich war für Antifuchs, war ich Stage-DJ kurz. Ach, nice. Oh, habe ich auch Stories gesehen. Ja, die ist auch cool, ne? Die ist super. Ey, die muss auch mal vorbeikommen. Die hat genauso ein ADHS-Level und wenn. Ich glaub, das ist so schön, wenn beide seid. Ja. Wir haben auch einen guten Song angefangen, sehr guten. Ja. Wenn der eine dann so switcht, dann geht der andere mit so. Also ist gar nicht so, jetzt lass mich doch mal ausreden oder sowas. Oder wenn ins Wort fällt, um cool, zu bestätigen. Und die ist auch eine geile Künstlerin, ne? Die ist auf der wirklich, Bühne eine Maschine. Ey, die ist so krass. Ja. Also timingmäßig alles, da stimmt einfach alles. Mhm. Die auch keine peinlichen Füllwörter oder sonst irgendwas. Ja. Antifuchs. Aber das war so Dingsbums, das war einfach random, hast du nicht Bock und dann ja. Nee, sie, Desaster ist ausgefallen für irgendwas und Tucker ist ja eigentlich ihr DJ und der konnte aber nicht und dann haben sie mich gefragt und es war ein Tag davor, es war super spontan. Ja. Und war schön, aber. Du hast ja jetzt auch gesagt, irgendwas war jetzt, du bist jetzt irgendwie morgen oder übermorgen schon wieder weg, ne? Wo bist du jetzt? Ich wollte nach Paris, ja, habe ich gesagt. Und deshalb habe ich gefragt, ob wir einen Podcast vorverlegen, also ein paar Stunden. Ja. Aber Paris wurde verschoben. Und dann habe ich dir diese schöne Nachricht geschickt. Paris ist verschoben, Münchner Freiheit ist es. Ja, das ist weil so wir schön. Jetzt erklärtest ja. du, weil wir es schon zweimal jetzt also angeteasert haben. Also ich sehe nur so aus. Ich bin sehr, sehr weiß und sehr, sehr deutsch, für die, die es immer noch nicht gecheckt haben. Meine Mutter hat mich mit Marianne Rosenberg, Münchner Freiheit, großgezogen. Es stand auch ein Thriller-Album im Dingsbums, habe ich aber nicht angefasst. Das hast du nicht angeguckt? Nein. Ich habe mir Jürgen von der Lippe, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da. Das habe ich mir. Marianne Rosenberg, fremder Mann, schau mich an, du bist schon. Also das Beste, was die 80er zu bieten hatten, habe ich mir draufgeschraubt. Und ich bin halt ein Riesenfan von der Münchner Freiheit. Also 1000 Mal du ist Weltklasse, ach. Herz aus Glas auch. Aber bei Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Das ist halt mein Song. Und den haben wir dann bei so einer legendären Session mit Mortis bei als dir wir im uns Studio, kennengelernt haben. Als wir uns kennengelernt haben, ganz laut gepumpt. Und da, warte, das ist unser Schnittpunkt. Weil, weiß nicht, wer wie drauf gekommen ist, aber du hast Herzchen-Augen bekommen und ich auch. Ich habe gesagt, oh mein Gott, Münchner Freiheit. Und das war unser Moment. Der Bonding-Moment. Ja, es gab auch noch so ein legendäres Video von diesem Standspiegel da. Da haben wir noch so ein Video gemacht. Oh Gott, das gibt's. Oh Gott. Ja, aber das habe ich auch nicht mehr. Also ich habe alles. Ja? Ich habe WhatsApp seit 2012. Ich würde so dafür töten, 10 Jahre. Warum machst du das nicht? Aber weil du kein Mac hast. Weil du kein Android. Ich habe das. Ich kann runterscrollen. 2012 du ist meine erste Nachricht. Du kannst Bilder von 2015 noch hast du noch auf deinem. Ach Mann. Und ich habe alles auf meiner Festplatte bildermäßig. Boah, ist das geil, ey. Nee, also wir werden, wenn ich suche, finde ich. Ja. Also das war ein wunderschöner Moment. Da haben wir das. Und wir werden später auch. Inbrünstig performt. Was werden wir später noch? Irgendeine Kaschemme mit Jukebox. Mit Münchner Freiheit, das wäre geil. Das ist ja absurd, weil in der Kaschemme kennt einen ja niemand. Und wenn dann jemand da vorbeiläuft, theoretisch, und denkt, also irgendwie habe ich mir, was habe ich gerade gesehen? ich könnte gerade schwören, ich hätte einfach Mel Beats und Cynic da drin gesehen zur Münchner Freiheit. Aber als ob. Zur Münchner Freiheit. Wie soll das so passieren? So schunkelnd. Ey, so schön. Das ist oft passiert. Und darauf freue ich mich jedes Mal. Und ey, wir werden nicht müde, das zu tun. Das und wir hatten noch einen schönen Moment, wo wir unsere Dirty Dancing-Begrüßung, weißt du die noch? Oh mein Gott, stimmt, warte mal. Nein, oh Gott, es war Binu. Ja. Es war nach Rapper Mittwoch. Ja. Nee, und da kannten wir uns noch gar nicht. Das war ganz, ganz, unsere Liebe war ganz frisch. Ja, ja. Ganz eine fragile Sache noch. Ja. Und dann war alles leer und wir waren vor der Bühne. Ja. Und dann aber war. Dirty Dancing Moment. Klassischer Dirty Dancing Moment für die jüngeren Zuschauer. Patrick Swayze hat damals Jennifer Grey. Nee, das kennt man. Wenn nicht, dann will ich das auch nicht erklären. Stimmt. Sorry. Natürlich habe ich die, also wir haben die Figur auch nicht, sag ich mal, so zur Perfektion die vollendet. Die Hebelfigur. Aber das war eher so. Oh. Genau, aber der Anfang, also es war so gedacht auf jeden Fall. Aber in unseren Köpfen, ne, er hat mich gesehen, so wie Jennifer Grey. Ey, uns hat einfach wirklich, das ist du so. Du warst mein Patrick Swayze. Genau, das Universum hat uns da quasi gesagt. Halt die Fresse. Du Arsch. Ja, dann hatten wir noch einen richtig schönen Abend, vorm Badehaus war das, glaube ich, wo du so 1-2 dubiose Entscheidungen getroffen hast. Oh. Du Arschloch. Ja.
Du Penner, ey. Nur weil du so ein Streber bist, brauchst du mich jetzt nicht. Wenn ich dich nicht so mögen würde, weißt du, wie gerne ich das erzählen würde. Das sollten wir irgendwann mal Streit haben. Das ist das Erste, was ich mache. Niemals. Also solange wir cool miteinander sind. Dann müssen wir jetzt sofort unsere Freundschaft beenden, weil wenn ich Angst haben muss, dass was so unangenehm ist. Also es ist ja nichts passiert. Es war nur ein Gedanke. Aber das ist so ein Ding. Damit kannst du den ganzen Ruf, den ganzen Feed, alles, was du dir aufgebaut hast, kannst du in den Grundfesten... Mann, das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Ey, jetzt werde ich ganz rot. Weil ich würde es auch so ekelhaft verpacken. Das ist ja meine Superpower. Du Penner, ich habe Angst vor jeder Schlägerei, aber ich kann Sachen so gut schlecht reden. Boah. Guck mal, ich habe es geschafft. Ich habe endlich meine Fresh out the Box. Fresh out the Box. Jetzt sieht man sie. Genau. Ey, ganz kurz. Ich habe letztes Mal Gia getroffen, nach meinem Battle. Wer ist denn Gia? Gia, der beste Freestyler Deutschlands. Okay. Genau. Also Gier, Freestyle-Legende auf jeden Fall. Der war nach dem Battle, kam der zu mir und meinte halt so, boah, bei deinen Schuhen sieht man so eine Naht. Ich hab halt von Schuhen keine Ahnung, wenn die dreckig sind, sind die dreckig so. Und der meinte so, guck mal, hier ist fresh out the box. Meinte er, okay, nicht ganz fresh out the box, die sind einmal getragen, aber ich habe die Schnürsenkel extra so gemacht, dass man denken könnte, fresh out the box. Daher kenne ich das. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Nee, viel besser. Wir saßen draußen, ich so, guck mal, extra fresh out the box. Also, das habe ich jetzt letztens gelernt. Ja, ist auch so. Wie? Das ist einfach nur ehrlich. So fresh out the box. So. Was muss man da lernen, wenn es im Zusammenhang mit Schuhen ist? Fresh out the box. Vor allem, du bist so late to the party. Das ist Air Force One, 8XL-Shirts, unser Tonmann. Das ist die Zeit. Dipset? Ja, genau, die Zeit ist fresh out the box. Okay. In die Comments bitte. Ey, Call to Action on Fleek, Alter. Ja, das ist wirklich krass. Schon das siebte Mal, glaube ich, in die Comments. Ey, wenn die Kommentare nicht explodieren, weil nachher nur drei. Wir brauchen so 1000 Kommentare. Damit bin ich zufrieden. Das ist wirklich viel. Und dann, was machen wir dann? Warte, wir müssen jetzt ein bisschen... Wenn wir 1000 Kommentare... Was ist das, Insta oder YouTube? Wenn wir 1000 Kommentare schaffen, kommt Mel Beats... Featuring Cynic raus. Oh mein Gott, wir haben noch eine... Ey, warte mal, aber das Ding ist, was ich vorhin wirklich gedacht habe. Ja. Du zückst es raus. Ich habe, also bevor wir uns getroffen haben. Ja. Ich habe ja ein paar Tage Zeit gehabt, um drüber nachzudenken. Hm. Ich so, warte mal, ich habe doch noch mal mit dem einen Song gemacht. Und was so echt lange her ist und ich nicht wusste, so, ist der eigentlich noch geil oder nicht? Ja. Dann hat er den vorn einfach gezückt und ich habe zuerst so, hey, was ist das für ein krasser Beat? Weil, aber wirklich ernsthaft, ich so, ey, warte mal. Und dann, als du angefangen hast, wusste ich aber immer noch, ich so, warte mal, ist das nicht unserer? Ja. Ich so, weil das ist, warte mal, also dafür, dass es 6 Jahre her ist. Nein. Das ist ja Corona-Zeit, ja, ne? Ja, 3-4 Jahre her, ja. Okay, ja, es fühlt sich wie 6 an, du weißt. Und jetzt würde ich fast behaupten, wenn es 1000, ist 1000 viel, 1000 Kommentare? Jetzt muss ich mal kurz überlegen, jetzt muss ich kurz überlegen. Lass uns das machen. Weil das ist ja, Song rausbringen ist schon mal in die Hose gegangen. Aber ein Glück nach meiner Folge. Also ich sag mal so, wir treffen uns nochmal, dann machen wir den so, dass der uns beiden richtig gut gefällt. Ich finde den so gut. I swear to God. Ja? Mhm. Also minimalistisch, ne? Egal. Mann, genau so. Ich dachte ja auch, ich so, Mann, der Beat, der geht gar nicht, weil, guck mal, wir fangen mit einem Instrument an. Ja. Ich will nicht zu viel verraten. Dann kommen nur Kick und Snare. Und dann kommt eine Hi-Hat, so super reduziert, aber on point. Und ernsthaft, also ich hatte ja, als ich mir vor ein paar Tagen Gedanken gemacht habe, ich so, hoffentlich will er niemals den rausbringen. Aber jetzt sage ich so, fuck it. Ja, also ich finde den auch, ist auf jeden Fall, und es ist ein Ohrwurm. Auch? Also Ohrwurm-Qualität auf jeden Fall, catchy Hook, nicer Beat. Ich würde gerne, also wir treffen uns nochmal und gucken dann nochmal. Ja, aber warte mal erstmal, wann können die den denn, wenn, wir müssen jetzt... Also, ich habe auf jeden Fall erstmal jetzt Maximum Respekt davor, einen Song zu releasen. Warum? Was denn? Weil vor 5 Jahren die Hölle über mir zusammengebrochen ist. Aber du hast jetzt mehr Beats rücken. Ich würde den auch gerne ein paar Leuten zeigen noch. Stopp. Da steht dein Name hinter, ja. Oh, scheiße. Ich würde den aber gerne vor noch ein paar Leuten zeigen. Ja, aber der Mortis hat gesagt, das ist scheiße. Nee, der meinte, das Instrument genau, am Instrument ist halt so, genau. Aber ich würde den gerne mal ein paar Leuten zeigen so. Und wenn die sagen, die müssen nur sagen, ist nicht scheiße. Das reicht für mich schon. Wer denn? Ich würde Marvin, also die machen selber nicht dieselbe Mucke, aber ich würde einfach nur... Wie Marvin, mein Marvin. Mein Marvin. Marvin Game ist ja meiner. Wo warst du nochmal in Frankreich? Ach nee, da warst du gar nicht dabei mit Marvin. Oh, wo warst du in Las Vegas und L.A.? Warte.
Ja, so. Bei euren Weed-Ausflügen habe ich auch nichts von. Da werde ich auch nicht eingeladen, weil ich ja nicht smoke. Würde. Ich kiffe auch nicht. Doch, du kiffst seit... Ja, seit 10 Jahren nicht mehr. Aber ich würde sagen, nee, 1000 Kommentare machen wir erstmal, dass du auf jeden Fall, was haben wir jetzt? Juli. Wir machen noch eine schöne Weihnachtsfolge. Also Melbeats kommt auf jeden Fall wieder. Komm ich nochmal wieder, mit oder einer feucht-fröhlichen Glühwein-Weihnachtsfolge. Trinkst du keinen Glühwein? Ihr habt auch die schlechtesten Weihnachtsmärkte der Welt. Nein, natürlich, aber das wird schlimm. Ja, und dann wird das schlimm. Wollen wir rausgehen? Oder und wir machen dann während... So mit Dingsbums, mit Anorak? Ja. Ja, in die Comments. So, ich würde auch sagen... Ja, ich glaube auch, ne? Es ist ja, es ist sehr warm. Und das erste Bier knallt auch schon gut rein. Das ist, wer das gerade hört, nicht wundern. Mel Beats so, hat einen majestätischen Fächer dabei. Spotify, ne? Genau, Spotify. Und ich schreie hier so rein. Wie heißt eigentlich Podcast auf Apple? Apple Podcast, Applecast? Gibt's dann... Weiß ich nicht. Wie heißt das? Eigentlich ist es richtig dumm von mir, dass ich auf Spotify bin, weil diese... Ja. Da kommt ja nichts rüber. Ist so? Ja, Tidal ist natürlich das Beste, aber was auch... Das ist ein Thema für die nächste Folge. Okay, sehr gut. Oder? Ja. Wir gehen jetzt auf. Also, meine Lieben. Scheiße. Es war, also Mel, was für meine Lieben? Mel, es war mir eine unglaubliche Freude, meine dass Liebe. Du hier warst. Meine Liebe, es war mir eine unglaubliche Freude, dass du hier warst, auf jeden Fall. Magst du ganz kurz nochmal für die ganzen weiblichen Zuschauer sagen, wie die Tönung heißt? Weil ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der sagt, nee, dass das diese Farbe todesfresh ist. Apricot? Dankeschön. Apricot, was hast du? Nein, das ist. Strawberry Cake? Das sagen wir nicht, weil. Das du willst die Einzige sein, die ja. das... Ja, lass mir das doch. Ich sage auch nicht, was mein Parfum ist. Okay, also ich mache meine Haare mit John Frieda Traumlocken Shampoo, John Frieda Traumlocken Conditioner. Traumlocken, du bist so hässlich. Also okay, das war ernst. Traumlocken Shampoo, Traumlocken Conditioner, John Frieda Frizz Ease. Traumlocken Frizz Ease, ich wollte gerade... Okay, ich muss hier... Wir hören auf. Ciao.